Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 120. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und wir haben eine so unfassbar lange und volle Sendung, dass wir direkt weitermachen. Direkt durchstarten. Vielleicht stelle ich dich noch ganz kurz vor, die Hoax Mistress Alexander natürlich noch mit mir dabei. Nach 120 Folgen noch immer. Und ich bin Alexander. Und dann machen wir mal weiter. Die Story der Woche. In der Story der Woche begeben wir uns diesmal nach Leipzig bzw. auf die Straße nach Leipzig, wo ein Gastdirigent des Leipziger Gewandhausorchesters gerade unterwegs ist zu seiner Arbeitsstelle. Er fährt so fröhlich die Straße hinunter und nimmt dann aus reiner Nettigkeit einen Anhalter mit, kommt mit diesem Anhalter auch ins Gespräch und erfährt, dass es sich um einen ehemaligen Taschendieb handelt, der seine Strafe aber abgesessen hat. Also man meint irgendwie, er sei schon rehabilitiert, er ist wieder auf freiem Fuß, alles top. Aber trotzdem kriegt der Fahrer so ein merkwürdiges Gefühl und ärgert sich so ein bisschen, dass er den Anhalter mitgenommen hat. Wenig später kommt er in eine Radarkontrolle, wird angehalten, weil er zu schnell gefahren ist und soll natürlich dann auch an Ort und Stelle direkt die Strafe berappen. Der Polizist nimmt also die Personalien auf, weil der Mann nicht zahlen kann, er hat kein Geld bei sich. Und notiert sich also den Namen dieses Gastdirigenten, schreibt sich alles auf und dann fahren sie also weiter und der Mann soll dann eben die Strafe später zahlen. Und am Ende der Fahrt, als dann der Mitfahrer, dieser ehemalige Taschendieb, aussteigt, sagt er ganz verschmitzt zu dem Gastdirigenten, ja, also ich habe ja leider auch kein Geld bei mir, ich kann sie nicht bezahlen dafür, dass sie mich mitgenommen haben, aber vielleicht nützt ihnen das hier, und zieht dann den Zettel hervor, auf dem der Polizist sich den Namen und die Personalien des Gastdirigenten notiert hatte. Nette Geschichte. Der nette Taschendieb, der sein Handwerk immer noch versteht. Der nette Taschendieb, sehr schöne Geschichte. Straße nach Leipzig ist ja auch... Klingt wie ein Lied. Kommen wir nachher nochmal zu, dann machen wir erstmal weiter und dann haben wir aber schon mal einen schönen Aufhänger. Thema der Woche. Ja, Straße nach Leipzig ist das Stichwort. Wir haben heute eine Folge, die quasi entstanden ist, als wir... Eigentlich müsste es aber Straße nach Halle heißen. Nach Halle, ja. Aber wir sind ja nach Leipzig ursprünglich mal gefahren und haben dann das Angebot bekommen vom Landesmuseum für Vorgeschichte, dort die Himmelsscheibe von Nebra anschauen zu dürfen. Und das Foto müsst ihr euch vielleicht tatsächlich mal auf der Homepage dann anschauen, der Himmelsscheibe von Nebra. Und das ist super, dass wir das machen durften. Wir haben nämlich zunächst mal eine Führung durch das Landesmuseum für Vorgeschichte erhalten von einem der dortigen Archäologen, der unfassbar nett war, sich ganz viel Zeit für uns genommen hat. Das war ein ganz, ganz großartiges Erlebnis. Und dann hatten wir die Möglichkeit, auch noch den Mirko, so heißt nämlich der Archäologe, Mirko Gutjahr, viele liebe Grüße an der Stelle, noch zu interviewen zur Himmelsscheibe. Und daraus ist ein gut einstündiges Interview entstanden. Und jetzt werdet ihr sagen, archäologisches Artefakt, warum ist denn das spannend? Wir geben ganz kurz vielleicht mal ein paar Highlights, was an der Himmelsscheibe so spannend ist, ne? Ja, also erstmal ahnt ihr gar nicht, was für wahnwitzige Geschichten sich rund um diese Himmelsscheibe entsponnen haben. Aber auch die tatsächliche Geschichte der Himmelsscheibe ist ja fast wie ein Krimi, kann man sagen. Mhm. Also unglaublich spannend, was darüber zu erzählen ist, was da an Fakten zu erzählen ist. Und insofern ist dieses Interview ein ganz besonderes Highlight. Genau, denn sie ist gefunden worden von Raubgräbern, ist dann über Hela gegangen. Das werden wir nachher im Interview erfahren und dann erst viel später in die Hände des Museums gelangt. An einer Stelle, man muss sagen, Mirko hat uns gut 4 Stunden quasi, also 3 Stunden quasi durchs Museum geführt, dann haben wir das Interview noch gemacht, hat Mirko sich etwas
in der Erklärung der Beschreibung dessen, was die Himmelsscheibe darstellt, ein bisschen verrannt. Wir lassen das aber drin, weil das Interview so schön ist und werden am Ende des Interviews da noch ganz kurz korrektiv tätig werden. Wir wollten aber nicht den Interviewfluss ein bisschen stören. Nee, weil das Interview wirklich toll geworden ist. Ganz nett geworden ist. Und wir können vielleicht mit einer Geschichte noch aufräumen, denn in der Wikipedia-Eintrag über die Himmelsscheibe steht drin, dass die Himmelsscheibe von Nebra in Halle eine Nachbildung ist, die man... also die Ausgestellte. Die Ausgestellte. Mhm. Und da können wir sagen, da an der Stelle, das müssen wir eigentlich mal korrigieren, ist die Wikipedia falsch, denn es ist die echte Himmelsscheibe, die dort ausgestellt ist. Sie soll sehr gut gesichert sein, das wurde uns gesagt. Definitiv, also da dürfen wir natürlich, weder wissen wir irgendwas darüber, noch dürfen wir irgendwas drüber sagen, aber genau. Da sind natürlich Vorkehrungen getroffen. Das wurde also eindeutig gesagt und wir sind sehr, sehr froh, dass wir auch ein Bildrecht bekommen haben, die Himmelsscheibe abzubilden auf unserer Homepage, weil das Bildrecht tatsächlich beim Land Sachsen-Anhalt liegt und das war wirklich ein Genehmigungsprozess. Also bitte mobst euch nicht das Bild von unserer Homepage, da kommen wir nämlich in Teufelsküche oder ihr, das ist tatsächlich ein genehmigungspflichtiges Bild, was wir da erhalten haben. Aber bevor wir jetzt hier noch so lange herumplänkeln, gehen wir mal in das Interview, in das Büro von Mirko Gutja im Landesmuseum für Vorgeschichte. Und das sollten wir noch erwähnen, ihr werdet im Rahmen des Interviews noch eine weitere Stimme hören, die Fragen stellt im späteren Verlauf. Die Stimme aus dem Off. Die Stimme aus dem Off. Und die Stimme ist der Sebastian Bartoschek, mit dem wir in Leipzig waren. Und der fand das natürlich auch alles furchtbar interessant und konnte sich das dann nicht nehmen, das noch ein, zwei Fragen zu stellen. Und das war natürlich auch völlig in Ordnung. Und es lohnt sich ohnehin mal wieder auch bis ganz zum Schluss dabei zu bleiben, weil es nämlich wieder ein Gewinnspiel gibt. Neues sogar. Neues. Wir haben diesmal zwei Gewinnspiele. Genau. Aber jetzt hören wir erstmal in das Interview mit Mirko rein. Hoaxilla Interview. Wir sitzen hier im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle an der Saale und uns gegenüber sitzt Mirko Gutja. Mirko, vielleicht stellst du dich ganz kurz unseren Hörern erstmal mit ein paar Worten vor. Ja, ich bin Archäologe und Historiker. Ich arbeite im Landesmuseum für Vorgeschichte, allerdings als Mittelalter-Neuzeitforscher. Mein Themengebiet ist momentan die Lutherarchäologie, aber ich habe natürlich schon einiges über die Himmelsscheibe gehört und gebe euch natürlich gerne zu Fragen Rede und Antwort. Genau, denn hier in Halle an der Saale liegt das wahrscheinlich bedeutendste, so liest man es häufiger, archäologische Fundstück des letzten Jahrhunderts, die Himmelsscheibe von Nebra. Ist diese Bezeichnung überzogen, die man häufiger liest, oder kann man diesen Begriff so stehen lassen? Naja, die Presse arbeitet natürlich gerne mit Superlativen. Für uns ist der Fund definitiv sehr, sehr wichtig. Ob es der wichtigste Fund schlechthin ist, das ist sicher immer eine Geschmacksfrage. Aber es sagt uns doch sehr, sehr viel über die Vorzeit aus. Gerade über die frühe Bronzezeit ist es einer der Leitfunde schlechthin. Vielleicht beschreibst du nochmal unseren Hörern ganz kurz, wie die Himmelsscheibe von Nebra aussieht, worüber wir reden mit ein paar Worten. Wir werden auch Fotos natürlich verlinken, aber vielleicht mal, dass man so ganz kurz nochmal eine Vorstellung davon bekommt. Genau. Die Himmelsscheibe von Nebra ist ein doch singulärer Fund, der vor etwa 12, 13 Jahren gemacht worden ist auf dem Mittelberg bei Nebra. Der Ort heißt eigentlich Kleinwangen. Der größere Ort ist aber Nebra, deswegen hat den Namen die Himmelsscheibe von Nebra bekommen. Himmelsscheibe deswegen, weil wir dort eine Darstellung des Nachthimmels haben, wie er für diese Zeit eigentlich bislang noch völlig unbekannt war. Die Scheibe selber ist etwa 32 cm im Durchmesser, ist eine Bronzescheibe, auf der Goldapplikationen befestigt sind. Man sieht auf den ersten Blick, selbst als Laie, dass sich dort vielleicht eine Sonne oder ein Mond, ein Vollmond und eine Mondsichel befinden und eine Anzahl Sterne. Ganz auffällig ist oben zwischen Sonne und Mond oder Mond und Mond eine Ansammlung von Sternen, die man relativ leicht als die Plejaden identifizieren kann. Das Ganze wurde gefunden 1999 von zwei Raubgräbern, die vermutlich 1999, die über den Mittelberg in Nebra gingen und dort mit einer Metallsonde nach vermutlich eisenzeitlichen Objekten suchten.
Sie hatten offenbar plötzlich einen Ausschlag mit dieser Sonde und haben angefangen zu graben mit recht grobem Werkzeug. Also unter anderem kam ein Maurerhammer zum Einsatz. Da wurde erstmal die Erde aufgeklopft. Da stieß man relativ bald unter der Oberfläche auf einen metallischen Gegenstand, den man dann auch mit diesem Maurerhammer wohl freilegte, der dann dadurch auch erhebliche Beschädigungen hatte. Zunächst dachten die beiden, es handele sich um einen Mülleimerdeckel, haben ihn achtlos zur Seite geworfen, dann aber gesehen, dass unterhalb noch weitere Objekte zutage traten, haben dann weitergegraben, borgen zwei Bronzeschwerter, nebst Beifunden wie Armspiralen und Beilen. Guckten sich dann doch nochmal dieses erste Objekt etwas näher an und fanden, dass es doch ein interessantes Objekt zu sein schien. Mhm. Das nahmen sie mit nach Hause, hatten es schon mal erstmal grob gereinigt, und wie man hörte, kam wohl auch Akkupatz zum Einsatz. Also da ist wohl ziemlicher Schindluder getrieben worden, schon das Vorfeld. So sehr, sehr grob mit Stahlwolle genau drüber gerieben worden, sodass da auch schon erste Beschädigungen aufgetreten sind. Sie versuchten das dann, wie bei diesen Kreisen üblich, zunächst mal zu verkaufen, fanden dann relativ bald einen, der offenbar die Bedeutung des Ganzen besser erkannte als die beiden Raubgräber. Das heißt immer, es sind wohl eine Summe von ein wenigen 1000 D-Mark damals über den Tisch gewandert. Das wird noch gleich nochmal wichtig, was die Fälschungsvorwürfe angeht. Dann ging das über eine ganze gewisse Anzahl von weiteren Händlern. Mhm. Bis zwei so ein Hehlerpärchen, Mann und eine Frau, versuchten das Ganze anscheinend an Museen zu verkaufen. Die meisten Museen haben das offenbar abgelehnt, so wir wissen. Wir wissen es von einem Museum, die das angeboten bekommen haben, die dann den Tipp an das hiesige Landesamt weitergegeben haben. Da ist was Interessantes im Umkreis und das könnte vielleicht aus eurer Region stammen. Das hörte dann mein jetziger Chef, Herr Professor Dr. Meller, und beschloss dem Ganzen nachzugehen, weil er dachte, wenn es tatsächlich etwas Echtes sein sollte und aus diesem Bereich kommt, dann darf es nicht irgendwo in irgendeinem Keller eines Sammlers verschwinden, sondern das muss natürlich für Sachsen-Anhalt, für die Welt bewahrt werden. Und hat sich dann zu einem konspirativen Treffen in Basel in einem Hotel mit denen verabredet im Jahr 2002. Es war so sehr aufregend wahrscheinlich auch, denn es war nicht klar, sind die bewaffnet, was haben die vor. Ein bisschen wie eine verdeckte Ermittlung. Irgendwie. Sozusagen quasi, ja. Es war auch, die Polizei war im Hintergrund, wusste dann, nachdem dann die Echtheit sozusagen durchs ersten Augenschein bestätigt wurde, telefonisch dann aus der Toilette angerufen werden heimlich, damit die dann die Hehler festnimmt und die Scheibe dann für die Nachwelt gesichert wurde. Das heißt aber, lass uns sehr schnell kurz eine Unterbrechung machen, wenn ein Privat Metalldeckel durch den Wald geht und was findet, darf man das nicht behalten. Da macht man sich strafbar. Verstehe ich das allein richtig? Schon das Gehen mit dem Metalldetektor ist eigentlich untersagt, zumindest in Sachsen-Anhalt. Es gibt bei anderen Ländern andere Regelungen. Bayern ist da ein bisschen, da bin ich auch nicht ganz firm im Denkmalschutzrecht. Bayern ist da ein bisschen lockerer mit der Handhabung des Ganzen. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, das Ganze legal zu machen, wenn man sozusagen die Dienste des Landes tritt, als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger tätig wird. Da sind wir auch sehr dankbar und das ist auch eine sehr wichtige Arbeit. Das sind aber dann auch geschulte Leute, die darauf hingewiesen werden, was dürft ihr nicht, was ist sinnvoll, was ist nicht. Denn wenn man ein Objekt aus dem Boden reißt, das haben wir bei der Himmelsscheibe ja auch gehabt, ist das primär erstmal wertlos. Denn es ist die. Das heißt, sie würden es entdecken und dann sofort die Behörden verständigen, damit dann eine ordentliche Grabung stattfinden kann? Ja, es wird natürlich im Einzelfall jeweils auch praxisnah gehandhabt. Also wenn es zum Beispiel kleine Funde sind, dann werden die bestenfalls eingetütet, eingemessen. Mhm. Wichtig ist ja immer, wo kommen die Sachen her? Was heißt eingemessen? Eingemessen heißt, der Fundort wird markiert. Mhm. Es kommt dann jemand von der Archäologie vorbei und sagt, okay, wir messen diesen Fund in dreidimensional ein. Das heißt, wir
bestimmen die Position, wo sie etwa herstammt, um einfach bei weiteren Auftauchen von weiteren Stücken eine Gewissheit zu haben, dass das ein gewisser Kontext ist. Man kann ja zum Beispiel bei der Verteilung von Scherben auf einem Acker davon schließen, wenn es sich um ganz, ganz viele Scherben einer gewissen Epoche handelt, zum Beispiel darauf schließen, dass man dort vielleicht eine Siedlung hat aus der Zeit. Und so spielen eigentlich diese Funde immer nur dann eine große Rolle, wenn man auch die Kontexte kennt. Wenn man jetzt nur ein tolles Objekt hat, das einfach von irgendwoher stammt, ist es wissenschaftlich relativ wertlos, denn wir wissen dann nichts über die Zeit, wir wissen nicht über den Kontext. Ist zwar hübsch anzusehen, aber leider weiter auch nichts. Gerade im Bereich der Himmelsscheibe ist es ja Gott sei Dank geglückt, das Ganze zu rekonstruieren, denn die aufgrund der Festnahme der Hehler, haben wir den schönen Übergang wieder, konnten ja dann die Fundumstände klären. Dadurch, dass die beiden Hehler festgenommen worden sind, die wiederum ihre Hintermänner bloßgestellt haben, die wiederum dann die Raubgräber verraten haben, ist es dann gelungen, die Informationen von den beiden zu bekommen. Einer von den beiden war auch dann aufgrund der Anklage, die gegen sie erhoben worden ist, relativ zugänglich und hat auch entsprechende Daten preisgegeben. So konnten also auch dann Funddatum und genauer Fundort dann festgestellt werden. Handelt sich tatsächlich um einen Punkt oben auf dem Mittelberg, einen ohnehin schon archäologisch sehr bedeutsamen Fleck in der Landschaft, denn dort ist schon seit dem Paläolithikum, aber auch natürlich vor allem in der Bronzezeit archäologisch sehr viel los. Wir haben dort auch weitere Funde aus quasi fast allen Perioden der Menschheitsgeschichte und sicher ein bedeutsamer Ort schon immer gewesen, auf der Bronzezeit unbedingt, denn wir haben von Mittelberg aus ganz tolle Sicht auch zum Kyffhäuser und zum Brocken, beides eigentlich bis heute ja sozusagen der Sage oder bis zumindest in jüngste Vergangenheit in der Sage sehr, sehr wichtige Orte. Man darf ja nur an die Brockenhexen denken und auch der Kyffhäuser ist ja mit dem Ort von Barbarossa sozusagen noch heute präsent. Die haben auch beide auch noch eine andere Funktion, die sind nämlich sozusagen vom Mittelberg aus auch Peilpunkte für die Berechnung etwa von Sternen und Sonnenkonstellationen. Da kommen wir gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer dazu. Was mich interessieren würde, ist, wie war deine erste Begegnung mit der Himmelsscheibe? Hast du, als du das erlebt hast, gedacht irgendwie, oh, das ist ein einmaliger Fund, das ist fantastisch, das ist wichtig? Oder hast du gedacht, nee, Moment, das ist so merkwürdig, das muss eine Fälschung sein? Ich war ein bisschen zwiegespalten. Also ich hatte es auch erst über die Presse gehört, war damals auch noch Student und dachte mir, ja, haben wir in der Uni gelernt, ja, so kontextlose Funde, da ist immer ein bisschen schwierig, was machen wir damit? Dann war das so ein singuläres Ding, dass man einfach schon zweifelt, ist das überhaupt echt? Dann gab es auch relativ schnell einen Vorwurf, das sei eben eine Fälschung oder es sei vielleicht irgendwo ganz woanders her. War ich ein bisschen zweifelnd, weil ich auch noch wenig Informationen dazu hatte. Aber aufgrund der entsprechenden Arbeiten dazu sind natürlich die Dinge mittlerweile auch fast alle Zweifel ausgeräumt. Es gibt natürlich ein paar Dinge, bei denen man noch andere Interpretationen etwa wählen kann. Aber was die Fundgeschichte und was die Fundkontexte angeht, das ist sehr, sehr gut aufgearbeitet. Es gehört ja mittlerweile zu den naturwissenschaftlich am besten untersuchten archäologischen Objekten überhaupt, wenn ich das am besten untersuchte, schlechthin. Auf wann hat man dann die Himmelsscheibe datiert? Die ist datiert worden, vor allem aufgrund der Beifunde auf 1600 vor Christus. Also ist dann mit 3600 Jahre alt. Das fällt an eine ganz interessante Zeit der Bronzezeit, nämlich das Ende der Frühbronzezeit, wo es ohnehin gewisse Einschnitte gibt. Das wird jetzt wahrscheinlich zu weit, um das jetzt hier genau auszuführen. Aber auch die dort vergraben der Himmelsscheibe scheint eine gewisse Logik zu haben in der Zeit, denn da bricht offenbar auch eine gewisse Welt zusammen. So ist vermutlich die Himmelsscheibe auch am Ende dieser Bronzezeit vermutlich deswegen verborgen worden. So gibt es zumindest Interpretationen in der Richtung. Die Funktion dieser Himmelsscheibe, also scheinbar scheint es ja nicht nur unbedingt ein Schmuckobjekt gewesen zu sein, sondern es ist ja in der Art der Darstellung scheinbar zumindest eine Abbildung von bestimmten astronomischen
Funktionen abzulesen. Mhm. Vielleicht sagst du da noch mal ein paar Worte zu, was man an dieser Himmelsscheibe sozusagen erkennen kann. Also die gängigen Thesen mal kurz zusammengefasst, dass die Scheibe auf jeden Fall mehrere Phasen aufweist. Die ist offenbar mehrfach umgearbeitet worden. Die erste Phase ist wohl eine rein astronomische. Dort finden sich dann sozusagen im Bild, in einem Symbol sozusagen verborgen, eine Schaltregel, und zwar eine astronomische, die man auch aus späterer Zeit aus Babylonien etwa kennt, eine sozusagen Synchronisierung von Mond- und Sonnenjahr. Das Problem ist ja, wenn man einen Kalender erstellen möchte oder sich orientieren möchte im Jahreslauf, dann braucht man gewisse Anhaltspunkte astronomischer Art. Dazu gehört etwa der Verlauf des Mondes und der Sonne. Das Problem ist allerdings, Sonne und Mondjahr sind nicht kongruent. Also 12 Mondphasen ergibt nicht genau ein Sonnenjahr. Da fehlen genau 11 Tage. Und um das zu synchronisieren, bietet die Himmelsscheibe einen der gängigen Methoden an, nämlich die Beobachtung der Plejaden, die man wenn man die zusammen mit der verschiedenen Mondphase beobachten kann, kann man die sozusagen miteinander abgleichen. Wenn man die Himmelsscheibe sieht, dann scheint sie genau auf diese Schaltregel hinzuweisen, denn sie zeigt die Plejaden, die ganz wichtig sind, denn wenn diese zusammen zu sehen sind mit dem Sichelmond, dann befindet man sich offenbar in einem Jahr, in dem man noch kein Schaltjahr hat. Wenn man die zusammen mit dem Vollmond sieht, der offenbar auch abgebildet ist auf der Scheibe, dann muss man noch einen Schaltmonat hinzufügen, sodass man wieder an einer Synchronizität ist, genau. Das heißt, es ist das Ganze, auch nicht Sonne, Mond und Sterne, sondern Mond, Mond und Sterne. Vermutlich Mond, Mond und Sterne, jedenfalls nach der bisher gängigen These. Mhm. Die auch eigentlich relativ logisch zu sein scheint. Denn wir haben solche entsprechenden Abbildungen auch dann späterer Zeit aus, etwa aus Babylonien. Wir kennen das dann auch aus den Schriften aus späterer Zeit. Das ist sicher etwas, was vielleicht auch schon gängiges Wissen war. Es gibt die Thesen, die einen sagen, gut, man brauchte das Instrument, um diese Dinge zu berechnen. Die anderen sagen, es könnte sogar so sein, dass dieses Wissen allgegenwärtig war, aber so wichtig erachtet wurde, dass man es auch auf die Scheibe, also auf der Scheibe darstellte. Das ist jetzt so die erste Phase, also die ersten Abbildungen auf der Himmelsscheibe. Du hast gerade schon gesagt, die ist umgearbeitet worden. Wie ging es dann weiter mit dem Artefakt? Genau. Also es wurde relativ, wahrscheinlich relativ bald danach noch einmal umgeformt, denn es wird doch vehement verändert. Es werden zwei Horizontbögen, sogenannte Horizontbögen angebracht, also zwei goldene Leisten links und rechts an der Scheibe. Dafür wird sogar eigens einer der Sterne, die dort zu sehen sind, umgesetzt. Das scheint aber relativ aufwendig gewesen zu sein, sodass man dann bei dem Anbringen des zweiten Bogens darauf verzichtet hat. Dort sind dann durch die neue Applikation die zwei Sterne, die genau sich dort befunden haben, überdeckt. Damit funktioniert sozusagen die alte Regelung zwar immer noch, aber nur noch teilweise. Denn auch die Anzahl der Sterne scheint eine gewisse Bedeutung zu haben. Denn zusammengezählt 32 Sterne und der Vollmond ergibt auch diese 33 Tage, die Differenz wären zwischen einem vollen dreijährigen Mond- bzw. Sonnendurchlauf. Mhm. Die Bedeutung dieser neuen Anbringungen liegt wohl darin, sie bilden einen Winkel von 82 Grad, wenn man das Scheibe flach hinlegt. Das entspricht genau den Extrempunkten des Verlaufs der Sonne im Jahr. Also es ist ja so, dass die Sonne nicht immer an derselben Stelle aufgeht, sondern dass sie im Jahr wandert. Und zwar von den Extrempunkten an Winter- und Sommerwende. Und genau diese Punkte scheinen auf der Scheibe festgelegt zu sein. Das sind genau diese 82 Grad, die auch in der Landschaft zu beobachten sind, wenn man sie vom Mittelberg aus beobachtet. Das heißt, man hat den Ortsbezug ganz klar. Man hat relativ deutlichen Ortsbezug. Das funktioniert auch nur noch in der Region. Wenn man weiter südlich oder weiter nördlich ginge, würde das nicht mehr funktionieren. Deswegen, das ist nochmal ein Argument dafür, dass die Scheibe wohl tatsächlich in unseren Breiten hergestellt und gefertigt wurde. Das ist die zweite Phase und dann
ging es aber nochmal weiter mit der Überarbeitung, ne? Richtig, dann gibt es offenbar eine dritte Phase, ob die möglicherweise auch gleichzeitig ist mit der zweiten. Da gibt es auch noch durchaus Diskussionen. Es wird jedenfalls eine weitere Applikation angebracht, die jetzt ganz von der Astronomie wegzugehen scheint. Denn es wird eine weitere sichelartige oder halbkreisförmige Applikation aufgebracht, nämlich etwas, was die hiesigen Archäologen als Bootdarstellung interpretieren. Wir kennen derartige Bootdarstellung tatsächlich aus der Bronzezeit, aber vor allem im nordischen Bereich oder auch im etwa im östlichen Mittelmeerraum, gerade Ägypten etwa, gibt es diese Papyrusboote, die eine ähnliche Form zu haben scheinen. Auf jeden Fall gibt es in diesen Bereichen ähnliche Darstellungen von Booten, sodass wir davon ausgehen, dass es sich möglicherweise um eine Bootsdarstellung handelt. Warum Boot? Da müssen wir wieder auf die Mythen der etwa des östlichen Mittelmeerraums zurückgreifen, etwa Ägypten. Da wissen wir, dass Sonne und Mond ja in der Nacht mit einer Barke unterirdisch auf die andere Seite gebracht werden, um dann wieder im Osten aufgehen zu können. Mhm. Möglicherweise ist eine ähnliche Idee dahinter steckend. Zumindest gibt es da Interpretationsspielraum in diese Richtung. Mhm. Es gibt natürlich andere, die behaupten, das könnte sich auch um eine Sichel handeln. Das würde dann von der Datierung schwierig werden, dann die tauchen dann doch etwas später erst überhaupt diese Wichtigkeit und Deutlichkeit in den Hortfunden auf. Mhm. Der Hort selber ist ja, haben wir das schon erwähnt, datiert vor allem durch die Beifunde, durch zwei Schwerter vor allem, die vom Typ her genau in diese Zeit fallen würden, um 1600 vor Christus, am gängigen Typ darstellen würden. Mhm. Insofern, wir können ja als Archäologen immer nur dann naturwissenschaftlich datieren, wenn wir entsprechende Dinge haben, organische Natur. Das ist auch tatsächlich in dem Fall möglich gewesen, denn es gibt Holzanhaftungen vom Rest der Griffe bei den Bronzeschwertern, die sich dann auch ungefähr in diese Zeit datieren lassen. Das passt also sehr gut. Mhm. Den Hort, was das ist, erklären wir gleich nochmal. Jetzt haben wir also die dritte Überarbeitung, diesen Bogen, diese Himmelsbarke oder also sicher eher unwahrscheinlich, aber diesen Halbkreis. Die Scheibe ist dann nochmal verändert worden, ne? Richtig, es gibt noch eine letzte vorletzte Umarbeitung. Es gibt nämlich eine Lochung der Scheibenränder, relativ grob, also auch durch das Gold und durch die Bronze hindurch. Vermutlich zur Anbringung auf einem Untergrund, sei es Holz, sei es Textil, wozu diese Lochung gedient haben, wissen wir nicht. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig und mit sehr, sehr vielen Durchlochungen angefertigt worden. Also wenn man es einfach nur an die Wand hätte anbringen wollen, hätte wahrscheinlich ein bisschen weniger auch gereicht. Es gibt auch einige dann von außerwissenschaftlicher Seite, die darin dann irgendwelche Symboliken in der Anzahl vermuten, aber das führt natürlich sehr, sehr weit. Ich denke auch nicht, dass man dem folgen sollte. Das ist sicher etwas, was mehr tatsächlich praktische Gründe hat. Man sieht aber, die Scheibe scheint eine gewisse Wertigkeit verloren zu haben. Mhm. Wenn doch so vorher als ein Gegenstand war, der durch Sicht wirkte, ist jetzt offenbar eine Anbringung in irgendeiner Form vorgenommen worden, was vielleicht eine Art von heraldischem Zeichen oder auf einem Gewand oder ähnlichem vielleicht sich erklären ließe daraus. Mhm. Das war aber noch nicht das Letzte, denn offenbar wird am Schluss sozusagen der Nutzung der Himmelsscheibe einer dieser Horizontbögen abgenommen. Mhm. Wie das zum Vonstatten gegangen ist und warum, zieht sich natürlich unserer Kenntnis. Wir können nur feststellen, dass dieser Horizontbogen nicht bei der Bergung verloren gegangen ist, sondern dass das schon alt passiert sein muss, schon bevor die Scheibe verborgen wurde. Das ist sozusagen auch die letzte Phase. Die Scheibe wird nämlich mitsamt diesen Beifunden vergraben. Mhm. Hat man diese Goldapplikation gefunden jemals oder war die dann einfach weg? Die war einfach weg. Mhm. Also die ist nicht aufgetaucht. Also die war auch nicht in der Nähe des Hortes. Es ist ja dann, nachdem die Raubgräber erzählt haben, wo die Scheibe herstammt, dort eine Nachgrabung vorgenommen worden. Dort hat man auch Goldflitter gefunden, die von den Beschädigungen der Raubgräber herstammte. Also damit ist man relativ sicher, dass das tatsächlich von dort stammt. Mhm.
Und man hat auch Erdanhaftungen gefunden an der Scheibe und an den Schwertern, die sich mineralogisch genau mit dem Untergrund decken, in dem der Hort versteckt worden ist. Wenn man die jetzt Fotos sieht, dann hat die ja so eine grünliche Färbung, einfach durch die Bronze und die Patina, die Bronze entwickelt hat. Was für eine Farbe war es ursprünglich? Ursprünglich war es eine sehr dunkle Bronzefärbung, offenbar auch künstlich herbeigeführt. Da gibt es auch gerade relativ junge Untersuchungen bei uns im Hause. Offenbar hat man da schon von vornherein eine dunkle Färbung der Bronze haben wollen. Und wenn man tatsächlich Rekonstruktionen ansieht, dann merkt man, das ist doch tatsächlich der dunkle Nachthimmel, der dargestellt werden sollte. Du hast jetzt gerade schon mehrfach den Begriff Hort benutzt. Vielleicht sollte man das nochmal beschreiben, was ein Hort ist. Ja, als Archäologe ist das ein Begriff, unseren Hörern wird der Begriff... Der Hort der Nibelungen. Ja, genau, da kommt die Begrifflichkeit wahrscheinlich auch her. Genau. Ein Hort ist eine offenbar beabsichtigte Verbergung von einem, würde auch Schatz sagen, die mutig vorgenommen worden ist, um ja vielleicht sich im Jenseits mit diesen Dingen auszustatten. Es gibt natürlich die These, es seien vielleicht auch Weihgaben an die Götter gewesen. Da ist natürlich der Interpretation Tor und Tür geöffnet. Wir können nur feststellen, dass das in der Bronzezeit recht gemacht worden ist und auch sehr große Mengen an doch an sich sehr wertvollen Gegenständen sozusagen dem Verkehr entzogen worden sind, was auch wieder eine gewisse Aussage über die Prosperität einer gewissen Gemeinschaft sicher aussagt, die da ja auch drauf verzichten musste sozusagen. Das ist ja dem Fluss sozusagen entzogen. Der entfernte Bogen, kann der nicht schlicht abgefallen sein? Soweit ich das weiß, ich bin natürlich auch nur reingeschmeckter Fachmann in der Hinsicht, ist der offenbar bewusst entnommen worden. Der fällt so einfach dann doch nicht ab. Und wir sehen es ja eigentlich, wir hätten dann auch mehr Verluste haben müssen, wenn es wirklich nur durch die Benutzung passiert wäre. Das heißt also, wir haben jetzt ein Artefakt, was mehrfach überarbeitet worden ist in seiner Zeit, wo es in Benutzung war, wenn man es denn mal so formuliert. Und dann irgendwann haben die Besitzer gesagt, jetzt wird es vergraben aus irgendwelchen Gründen und bleibt im Boden. Das ist sozusagen erstmal die Geschichte der Himmelsscheibe. Vielleicht zu dieser kriminalistischen Geschichte kommen wir gleich nochmal. Es ist ja sehr umstritten gewesen, ob dieses Artefakt echt ist, weil man gesagt hat, aus dieser Zeit so eine Abbildung kennen wir nicht. Und dann sind ja sehr viele Parawissenschaftler auf den Plan gestoßen worden und haben sehr viele wilde Theorien entwickelt. Also es gab zwei Schienen. Das eine war, es ist eine Fälschung, um sozusagen dem Land Geld in die Kassen zu spülen, um ein tolles Objekt zu haben. Das ist so die eine Schiene. Da hast du schon gesagt, das ist wissenschaftlich sehr ausführlich untersucht worden. Den Strang können wir gleich verfolgen. Und die andere Schiene ist, das ist viel älter oder ein magisches Artefakt. Lass uns mal so ein bisschen auf die verrückten Theorien erstmal kommen. Was kannst du so an Anekdoten über die Himmelsscheibe erzählen, was an Theorien gekommen ist? Ja, gut, da ist natürlich, also wir hatten noch Zeiten ganz am Anfang, dass fast täglich ein Brief in der Art ins Haus geflattert. Ein Kollege von mir, der die Presse betreut, der hat also ganze Aktenordner da voll mit. Mittlerweile ist ein bisschen nachgelassen, aber es kommen immer noch sehr zum Teil, ja, darf es gar nicht so laut sagen, amüsante Briefe an, die doch eher außerwissenschaftliche Theorien aufweisen. Die meisten lassen sich schon deswegen schon mal außen vor lassen, weil sie einfach von falschen astronomischen Angaben ausgehen. Wir haben auch einen Haus- und Hof-Astronomen sozusagen, der uns berät. Das ist Wolfhard Schlosser, der sich auch sehr tief in die Materie eingearbeitet hat, was die Archäoastronomie angeht. Der ist immer unsere sozusagen stille Eminenz, den wir dazu befragen, weil es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass manche Theorien passen könnten. Ich hatte bei unserem Rundgang vorhin, müssen wir den Hörern noch sagen, dass wir natürlich eine kleine Besichtigung schon vorhin vorgenommen haben. Ja. Da habe ich ja kurz erzählt, dass auch diese Idee mit den Plejaden und dieser Schaltregel von einem Astronomen kam, der eben auch nicht wissenschaftlich vorgebildet war, was die Archäologie anging, und doch eine sehr plausible Idee hatte, wie die Scheibe zu deuten war. Wir saßen ja auch, es war anfangs ein bisschen wie der Ochs vom Berge, um doch diesen singulären Fund erstmal deuten zu können. Und
durchaus nehmen wir natürlich Anregungen von außen auf, wenn sie sinnvoll sind. Vieles, aber was kommt, ist natürlich sehr abwegig, geht sehr in den esoterischen Bereich. Mhm. Das Beste war einmal ein Mensch, der rief dann an und hat dann dem Kollegen stundenlang erzählt, dass sich ja doch bei der Himmelsscheibe um eine Zeitmaschine handeln müsse, worauf der Kollege dann entnervt mit den Worten das Gespräch abbrach. Wissen Sie was, wenn das funktioniert, rufen Sie doch gestern nochmal an. Okay. Okay, also eine Zeitmaschine, hast du noch so ein, zwei Thesen, die sehr out there irgendwie sind? Ja, also es wird natürlich mit den Pyramiden in Verbindung gebracht und Sirius und Nibiru und was alles so auf dem Markt ist, kann man wirklich fast die ganze Liste abhaken. Es gibt auch schon Leute, die dann in die zur Himmelsscheibe kommen und die Strahlen spüren, die von der Scheibe ausgehen. Oder selbst bei Leuten, die die Himmelsscheibe mal berührt haben, also die hier Führungskräfte sind, selbst deren Aura wird dann erspürt, die dann besonders geworden sei. Also da gibt es natürlich abstruse Geschichten. Das heißt, ihr habt im Museum Leute, die dann vor der Himmelsscheibe, also wir haben ja auch lange Zeit jetzt vor der Himmelsscheibe verbracht bei der Führung, aber die dann stehen und Energien fühlen dann vor dem Ausstellungsstück. Ja, genau. Wir haben dann auch mal schon gewitzelt, wahrscheinlich sind wir jetzt alle schon verstrahlt durch die Scheibe und sind alle impotent geworden. Nur das lässt sich widerlegen, denn kurz nachdem die Scheibe hier ausgestellt wurde, sind sehr, sehr viele Kolleginnen schwanger geworden. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Zusammenhänge hat. Okay, das wäre ja dann der andere Zusammenhang. Okay. Ja, also ja gut, natürlich ein Scherz, aber dass so ein singulärer Fund solche Theorien aufbringt, das ist natürlich nicht ungewöhnlich. Das sind jetzt alles abstruse Antworten, aber ein seriöser Wissenschaftler, ein Archäologe, der da rangeht und versucht, das zu rekonstruieren, der gibt ja auch dann durchaus zu, wenn er eben nicht alles herausfinden kann. Also und wir haben da ja wirklich viele offene Fragen. Also man kann natürlich gewisse Dinge einfach logisch erstmal zumindest vermuten, aber man weiß zum Beispiel nicht, warum ist sie dann nicht mehr in Gebrauch gewesen oder hat sich der Gebrauch verändert, war es dann nur noch ein Kultobjekt zum Schluss. Das heißt, da ist noch viel Arbeit zu tun eigentlich, nicht? Oder wird man das wahrscheinlich nie komplett lösen können, das Problem? Ich glaube, da ist man wahrscheinlich auch als Archäologe sehr frustriert, denn man wird viele Dinge einfach nicht herausbekommen. Es sei denn, man findet vielleicht noch weitere Scheiben. Wenn man weitere Scheiben finden würde, dann würde es vielleicht ein bisschen leichter werden mit der Interpretation. Vielleicht gäbe es ja auch sozusagen neben dem Nachthimmel sozusagen auch einen Taghimmel oder ähnliches. Natürlich, solange wir aber diese Funde nicht haben, sind wir natürlich auf das angewiesen, was wir haben. Wir haben sozusagen ein großes Puzzle vor uns mit zig Millionen Teilen und haben aber nur ein paar Wolkenmotive und müssen uns daraus jetzt das gesamte Bild erschließen. Und das ist natürlich generell die Krux der Archäologie. Wir können uns der Wahrheit nur in einer gewissen Weise und sehr, sehr vorsichtig auch nur nähern. Wir müssen immer selber uns kritisch gegenüber selbst sein, denn wir selber sind natürlich geprägt durch unsere eigenen Anschauungen und Hintergründe. Und das verleitet natürlich sehr oft dazu, sehr schnell zu irgendwelchen Schlüssen zu springen. Das ist natürlich wahr. Aber andererseits muss man auch Ockhams Rosiermesser anwenden und sagen, wie hast du so schön, Encia und Multiplicanda praeter necessitam. Das heißt, wir dürfen einfach nicht mehr, wenn wir mehrere Möglichkeiten der Erklärung haben, dann ist wahrscheinlich die am einleuchtendsten, die die wenigsten Grundvoraussetzungen, Grundannahmen voraussetzt. Und dann sind wir natürlich auch bei solchen sehr esoterischen Deutungen erstmal weit vor. Klar lässt sich vieles einfach nicht ausschließen. Klar kann die Himmelsscheibe auch aus Atlantis stammen, das haben wir noch nicht entdeckt. Das lässt sich sicher nicht gegenweise finden. Wahrscheinlich ist es nicht. So Funde wie die Himmelsscheibe von Nebra, sagtest du ja, sind Singulärfunde. Das heißt, es gibt kein ähnliches Objekt, das an anderer Stelle gefunden wurde, das verstehe ich richtig? Es gibt natürlich Objekte, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Also wir haben Objekte, die mit Sicherheit astronomische Inhalte tragen oder vermutlich in astronomische Inhalte tragen, wie etwa die Goldhüte, die aus dem süddeutschen Raum kommen.
oder den Sonnenwagen von Trondholm. Da gibt es gewisse Tendenzen, die zeigen, das ist sicher ein Thema, das in der Bronzezeit auch immer wieder wichtig war, wahrscheinlich auch schon vorher. Denn man muss sich ja vor Augen führen, das sind ja doch existenzielle Fragen, um die es da geht. Es geht ja nicht nur darum, einfach zu gucken, was ist heute für ein Tag, sondern es geht vor allem darum, wann ist der richtige Zeitpunkt für Aussaat und Ernte. Also das sind ja wirklich lebenswichtige Fragen. Je länger ich das Getreide auf dem Feld stehen habe, desto besser wird die Ernte. Wenn ich es zu lange stehen lasse, dann laufe ich Gefahr, dass mir die Ernte verdirbt, dass es einregnet und kaputt geht. Und dann ist natürlich die gesamte Gesellschaft, die gesamte Gemeinschaft in Gefahr. Genau, aber daran anknüpfen, wenn das doch so wichtig ist, und das ist ja recht einleuchtend, warum haben wir dann nicht 10, 20, 100 solcher Objekte, sondern warum haben wir eurer Meinung nach, nach eurem aktuellen Forschungsstand, es hier mit so einem singulären Ding zu tun? Das haben wir ja öfter, dass wir so Artefakte haben, wo man sagt, die sind eigentlich besonders toll, die sind aber Einzelfunde. Und warum gab es das nicht öfter? Also zum einen müssen wir natürlich mit sehr, sehr viel Verlust rechnen. Nicht? Also wenn wir bedenken, wir haben ja hier mit gut, Gesamtzahlen kenne ich nicht, aber wir kriegen natürlich nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil der Dinge, die überhaupt auf uns gekommen sind, die überhaupt zur damaligen Zeit existent waren. Es sind natürlich wertvolle Materialien, Bronze. Wenn es einfach reine Instrumente waren, dann ist gut zu vermuten, dass die einfach gar nicht in den Boden sonst gelangt sind und nur in dem speziellen Fall einfach mal vielleicht auch aufgrund der Zeitläufte in den Boden gekommen sind, die aber vielleicht einfach in größerer Zahl obertäglich vorhanden waren, das Material nicht zu wertvoll war, um es dann einfach wegzugeben. Bei den Bronzeschwertern, Armringen, Ähnliches, war es ja eine Ausstattung fürs Jenseits. Vielleicht braucht man im Jenseits einfach diese Objekte sonst nicht. Das ist natürlich aber eine sehr, sehr, sehr wilde Interpretation und natürlich das mal, weil wir halt wenig Ansatzpunkte haben, natürlich nicht hinterlegbar mit Fakten. Jetzt ist das die eine Schiene gewesen, so die parawissenschaftlichen Ideen, Atlantis und was du alles gerade genannt hast. Das andere, was aber doch deutlich realer war, war der Vorwurf, auch wieder von dem Hintergrund, dass es ein singulärer Fund war, dass es sich um eine Fälschung handelt, dass das Objekt gar nicht so alt ist. Viele unserer Hörer werden sagen, naja, es gibt ja die C14-Methode, mit der man das Alter bestimmen kann. Das funktioniert bei der Himmelsscheibe gerade eben nicht, diese Art der Überprüfung. Man musste sich da andere Dinge einfallen lassen. Ne? Genau, das Problem, die Archäologen haben ja eigentlich zwei Methoden der Datierung. Das sind zum einen tatsächlich naturwissenschaftlichen Kriterien, C14-Analyse ist eine. Es gibt natürlich gerade bei organischen Materialien noch eine ganze Vielzahl anderer, Dendrodatierung bei Holz und Ähnlichem. Das ist immer der Idealfall, wenn man sowas hat. Meistenteils muss man aber mit stilistischen oder eben mit stratigraphischen Methoden arbeiten. Das heißt also stilistisch, wir haben ein Objekt, das sieht so und so aus. Das gibt's in der Zeit häufiger. Da haben wir dann mal einen Fund irgendwo anders, der aber stilistisch sehr übereinstimmend ist und an dem, der ist dann datierbar aufgrund etwa zum Beispiel naturwissenschaftlicher Methoden. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, eben zu sagen, wir haben Beifunde, wir haben einen geschlossenen Fundkomplex, der zur selben Zeit niedergelegt worden ist. Das heißt, die Dinge, die damit drin sind, waren zumindest in der Zeit auch in Benutzung, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Damit haben wir einen gewissen Anhaltspunkt für die weitere Datierung. Und tatsächlich können wir das bei den Schwertern zum Beispiel sagen, die mitgegeben worden sind. Die sind ganz typisch für die Zeit um 1600 vor Christus. Und dort haben wir auch den schönen Fall, dass wir ein Stück Holz haben, das man auch mit der Radiokarbon-Datierung, also der sogenannten C14-Methode, auch überprüfen konnten und auch genau auf diese Zeit gekommen sind. Das heißt, jünger ist sie dann vermutlich nicht, aber sehr viel älter könnte sie theoretisch sein, oder? Letztlich, zumindest die erste Phase könnte möglicherweise älter sein. Das lässt sich natürlich nie ausschließen, aber wahrscheinlich ist es nicht, denn sie hat relativ wenig Gebrauchsspuren. Bei einem älteren Objekt hätten wir wahrscheinlich einfach mehr größere Verluste und hätten vielleicht auch andere Dinge, die wir an der Scheibe an Beschädigungen sehen würden, die aber nicht vorhanden sind.
und das Objekt über Jahrhunderte unbeschädigt, quasi fast unbeschädigt weitergegeben wird, ist doch eher unwahrscheinlich. Natürlich nicht auszuschließen, aber dann müsste man schon von einer sehr guten Überlieferung reden. Apropos Überlieferung, gibt es denn aus der Gegend des Fundortes Überlieferungen, die Scheibe erwähnen, Sagen, Geschichten, Märchen? Also es gibt zumindest aus dem Mittelmeerraum gibt es etwa die Ilias, die auch an einer Stelle das Schild des Achill erwähnt. Und dort gibt es Beschreibungen, dass auf dem Schild doch ähnliche Dinge abgebildet sein mussten wie auf unserer Himmelsscheibe. Allerdings da natürlich nicht mit astronomischem Hintergrund, sondern dort wird auch erwähnt, es seien die Sonne und der Mond und die Sterne und vor allem die Plejaden abgebildet. Das heißt, da sind wir auch natürlich aber auch in viel jüngeren Zeiten. Aber diese Wichtigkeit des Nachthimmels, auch aus kosmologischer Sicht und aus mythologischer Sicht vor allem, die ist natürlich durch die Zeitläufen vorhanden. Und die Plejaden als Himmelsweiser sozusagen, als auch wichtiger Zeitgeber im Jahreslauf, ist offenbar schon immer von großer Wichtigkeit gewesen. Wir haben natürlich mit der Himmelsscheibe so ein bisschen Schlaglicht. Die Leute der Himmelsscheibe haben diese Regel nicht erfunden und sie waren auch nicht die Letzten, die es genutzt haben. Aber wir haben hier einfach mal einen gewissen Zugriff auf diese Zeit und auf die Gedankenwelt der damaligen Zeit, die doch sehr sehr erhellend für uns ist und damit natürlich auch die Wichtigkeit des Fundes unterstreicht. Jetzt ist ja hier die Himmelsscheibe und der Hortfund in eine Ausstellung integriert worden. Wenn man eine Ausstellung konzipiert, dann wählt man ja Fundstücke aus. Und der Hort ist jetzt vollständig ausgestellt worden. Mhm. Aber ganz oft hört man so aus parawissenschaftlicher Ecke den Vorwurf, okay, allein schon durch diese Auswahl trifft man ja bestimmte Aussagen, da wird dann Wissen zurückgehalten, das verschwindet dann in Magazinen und wird gar nicht den Menschen zugänglich gemacht und so wird dann schon gesteuert, was wir glauben sollen und was nicht. Was würdest du zu diesem Vorwurf sagen? Naja, dann müssten diese Leute sich einfach mal in solche Sammlungen begeben, dann würden sie relativ schnell wohl anderer Meinung sein, denn das ist etwa so bei uns im Hause, wir haben 15 Millionen Fundstücke so rein geschätzt, Pi mal Auge, die in den letzten Jahrzehnten durch Grabungen, Fundbergungen zu uns gekommen sind. Die bestehen größtenteils aus doch eher unansehnlichen, unästhetischen Objekten, also die einfach den Archäologen natürlich ganz wichtig sind, weil wir damit etwa Datierungen vornehmen können, gewisse Tendenzen, Entwicklungen von Zivilisationen schlechthin einfach festmachen können, die aber nicht unbedingt ausstellwürdig sind. Nicht? Also ich selber arbeite gerade zum Beispiel mit Fundkomplexen. Also wenn ich da eine Ausstellung machen würde, dann würde wahrscheinlich kein Mensch in diese Ausstellung kommen, weil einfach sehr uninteressant für die meisten, außer vielleicht die Archäologen, die sich da wirklich dafür interessieren würden. Deswegen muss man, wir versuchen ja auch unsere Dinge zu erklären, die wir herausfinden, so eine gewisse Logik dann aufbauen. Wir müssen Objekte heraussuchen, die zum einen natürlich eine gewisse Ästhetik haben, das ist aber sicher eher nebensächlich, sondern die eine gewisse Aussagekraft haben. Also wenn ich etwa weiß, wie die Randscherbe eines Gefäßes im 16. Jahrhundert auszusehen hat, dann bringe ich natürlich nicht nur diese Randscherbe, sondern ich versuche, ein Objekt zu finden, das möglichst vollständig ist. Damit treffe ich natürlich eine gewisse Auswahl, das ist richtig. Aber zum einen ist die Masse einfach überdrückend der Objekte. Zum anderen müssen wir eine gewisse Auswahl treffen, weil wir doch gewisse Tendenzen einfach darlegen wollen. Und das können wir mit Einzelobjekten einfach besser erreichen, als wenn wir jetzt wirklich eine große Schüttung machen, die etwa das Atrium dieses Hauses füllen würde, ohne Probleme, aber keine Aussagekraft hätte. Um diese Zahl vielleicht greifbarer zu machen, die haut mich jetzt gerade total um. 15 Millionen, das ist unglaublich viel. Mhm. Wie viele Objekte hat ein normaler deutscher Haushalt oder wie viel hat jede Person in einem deutschen Haushalt ungefähr? Da hattest du ja auch eine Zahl. Die habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut, ob die auch wirklich stimmt. Gut, deswegen wage ich jetzt mal ganz viel mal Auge.
Vielleicht, dass man, wenn man halt schon die Bücher ansieht, die vielleicht jeder von den Hörern hier im Haus, Haus hat, andere haben vielleicht nicht so viele, aber da kommen ja auch ein paar hundert schon. Und wenn man jetzt noch die ganzen Objekte von der einzelnen Büroklammer bis hin zum Haargummi, bis hin zum Shampoo, bis hin zum Staubsauger mal durchzählt, kommt man doch auf ein paar tausend Objekte pro Haushalt. Und hast du ja gestern die schöne... Genau, ich hatte dann mal überlegt, 5000 Objekte pro Haushalt, ungefähr, sagtest du, ist eine Zahl... Ja, mal sogar, können wir sogar vielleicht höher gehen, 10.000? Genau, 10.000, das wären 3 Nullen weg, sind wir bei 15.000 Haushalten. 1.500 Haushalten, ne? 1.500, pardon, mhm. 1.500 Haushalten, mhm. die ihr im Keller habt. Mhm. Und wenn ich morgens meine Brille suche, dann weiß ich auch schon nicht, wo die ist. Und ich kenne mein Haus. Sprich, man kriegt so ein Gefühl dafür, dass das eine Sisyphos-Arbeit wäre, jeden einzelnen Fund tatsächlich genau zu kennen, einzuschätzen und dann, was ja von der eher gewagt wissenschaftlichen Seite kommt, dann auch noch zu verlangen, immer quer zu denken, mhm. zu irgendwelchen Theorien, die auch sehr gewagt erscheinen. Oder? Das heißt, man bewegt sich in dem Raum dessen, was man gut kennt und was man als repräsentativ einfängt und man kann nicht zu jedem Objekt bei 15 Millionen alle möglichen Vergleichshypothesen selbst testen. Es ist ja so, dass wir natürlich trotzdem auch, weil wir uns natürlich das auch der Nachwelt sozusagen schuldig sind, diese Objekte trotzdem, also anders als deine Brille, wenn deine Brille eine Inventarnummer hatte, dann würde man sie auch den 15 Millionen Fundstücken irgendwo finden können. Meine genau. Brille, wenn die weg ist, was ist dann im Vergleich zu wenn bei euch was weg ist? Genau. Der Vorteil ist gegenüber deiner Brille ist, dass unsere Fundstücke ja alle eine Inventarnummer tragen. Das heißt, wir können die, wenn du sagst, ich hätte gerne die Randscherbe XY aus der Grabung ZZA vom 1983, hätte ich gerne mal gesehen, dann können wir relativ schnell diese raussuchen und tatsächlich auch dir vorlegen. Das heißt, wir haben zum einen System, einfach um diese Stücke auch greifbar zu machen, den Wissenschaftlern. Und sie sind auch alle verzeichnet. Also die Grabungen sind dezidiert. Das heißt, wir graben ja nicht nur für uns selber, damit wir uns damit selbst einen Gefallen tun, sondern wir machen natürlich etwas, was immer nachvollziehbar bleiben muss. Das heißt, jede Grabung wird wirklich sehr aufs Kleinste ausgemessen. Jedes Fundstück wird eingemessen. Die wichtigen Fundstücke werden eingemessen. Es werden Pläne erstellt. Es wird genau eigentlich ausgeführt, wo was gefunden worden ist, so dass man wirklich auch hingehen kann, kann sich die Dokumentation angucken, kann sich die einzelnen Stücke raussuchen lassen. Also es gibt nichts, was wirklich Geheimwissenschaft dabei ist. Wer kann das denn? Haltet ihr das denn nicht? Das ist ja der Vorwurf. In der akademischen Gemeinschaft quasi, es gibt diese Pläne, es gibt Inventars, nur da kommt ja keiner ran. Oder kann ein Herr von Däniken kommen und sagen, ich habe gelesen, ihr habt dies und jenes Objekt in eurem Archiv, darf ich da mal einen Blick drauf werfen? Was würdet ihr dann sagen? Das wird theoretisch gehen, natürlich. Natürlich ist es so, dass wir auch aufgrund natürlich der entsprechenden Arbeitslast da schon gewisse Auswahl treffen müssen, wen wir da reinlassen. Also Lieschen Müller, die einfach mal einen Topf aus dem Mittelalter sehen möchte, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger haben, sagen wir mal so. Sicher wird es da auch Möglichkeiten geben, wenn es dann Interesse gibt. Aber selbstverständlich haben wir auch die Verpflichtung, solche Dinge dann zu zeigen. Auch gerade weil es die Fälschungsvorwürfe kamen, der Professor aus Regensburg, der sich da diese Vorwürfe geäußert hatte, hatte diese Scheibe auch nie gesehen. Und er hatte dann die natürlich dann später erst die Möglichkeit dann wahrgenommen, die er natürlich hatte, sich das Objekt vorlegen zu lassen. Und konnte sie natürlich auch in Augenschein nehmen. Insofern, also wir durchaus Kritiker können jederzeit kommen, können sich die Dinge raussuchen lassen, ist natürlich sollte natürlich einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch haben, einfach auch um uns damit auch ein bisschen zu entlasten. Weil wenn jetzt jeder in Halle käme und sich was raussuchen lassen würde, kämen wir zu der eigentlichen Arbeit nicht mehr. Wie ist das mit Grabungsberichten? Also den Studenten, klar, werden die natürlich irgendwie zugänglich gemacht. Ja. Kommt das auch vor, dass ein Grabungsbericht mal irgendwie veröffentlicht wird oder so? Oder zumindest, ja, das ist natürlich das ist natürlich das, worauf wir hinausarbeiten. Das ist natürlich nur aufgrund der Manpower und der Finanzierung nicht immer möglich. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt gerade daran, die Grabungen in Mansfeld-Wittenberg zugänglich zu machen in einer großen Publikationsreihe, wo wir dann auch eine große Zahl der Funde, natürlich auch nicht alle, aber immerhin die Tendenzen einfach darstellen können, die wichtigen Funde,
müssen wieder eine Auswahl treffen, aber es ist tatsächlich so, dass wir da die wichtigen Funde raussuchen und diese auch zeichnen, fotografieren lassen und das Ganze dann in Buchform herausgeben, sodass die Wissenschaft zum einen drauf zugreifen kann, aber andererseits natürlich auch die Fachkollegen. Das heißt aber, dass man in einer Ausstellung die entscheidenden Aspekte einer Grabung oder einer Epoche zu sehen bekommt und der Wissenschaftler oder das Wissenschaftlerteam, das diese Ausstellung geplant hat, hat natürlich schon im Prinzip im Hinterkopf alles das, was gefunden worden ist, was man zur Verfügung hat. Wenn auch nicht jede einzelne Scherbe jetzt, aber man weiß, da habe ich eine Kiste mit 500 Fundstücken, das sind Scherben. Mhm. Und man wählt dann schon aus der Gesamtheit der Objekte das aus, was, ich sage jetzt mal, man hat aus einem Ort eine Million Fundstücke und wählt daraus dann die 1000 Fundstücke aus, die das diese Millionen am besten abbilden, repräsentieren und die besten Schlüsse zulassen. So ist es schon, ne? So ist das gedacht, ja, genau. Natürlich, klar, wir können einfach nicht alles zeigen, wir können einfach nicht alles präsentieren. Wir haben es in manchen Ausstellungen einfach mal versucht, zum Beispiel bei der Luther-Ausstellung, muss ich ein bisschen bewerben, weil ich selbst damit jetzt auch gerade noch ganz viel zu tun habe. Mhm. Aber genau da haben wir auch mal den Schritt gewagt und auch mal die etwas unansehnlichen Stücke ausgestellt. Knochen, kleine Winnie-Fragmente, Samen von Erdbeeren und Ähnlichem, wo man erstmal sagen würde, wie kann man sowas überhaupt ausstellen. Da haben unsere Gestalter ganz viele Lösungen gefunden und das hat auch eine große Resonanz gefunden. Mhm. Also insofern, das ist durchaus auch mal ein gangbarer Weg. Aber auch selbst da müssen wir eine gewisse Auswahl treffen, logischerweise. Wir können jetzt von, wenn wir, was ich, 10.000 Ofenkeramikscherben haben, dann suchen wir natürlich uns ein paar raus, die besonders aussagekräftig sind. Können natürlich nicht die Menge zeigen. Hat ja auch ganz profane Platzgründe. Also ich meine. Ne? Ja, natürlich. Und irgendwann ist auch der Besucher erschlagen. Ja. Wir haben uns auch schon selbst beschneiden müssen, Dinge, die wir eigentlich selber zeigen wollten, uns aber dann gleich gesagt wurde, Leute, das wird zu viel, reduziert das mal ein bisschen und da muss man selber sich auch ein bisschen bescheiden, natürlich. Also nicht nur wir enthalten sozusagen theoretisch Dinge vor, sondern wir enthalten uns selbst Dinge vor. Aber natürlich nur aus tatsächlich aus diesen logischen Gesichtspunkten heraus, nicht weil wir irgendwas zu verbergen haben. Das Geheimwissen horten. Ja. Ich würde gerne noch am Ende kurz einen Bogen schlagen auf diese ganze Raubgräber- und Hehler-Geschichte. Mhm. Ist das eine absolute Ausnahme oder ist es so, dass es tatsächlich und im Zweifelsfall wirst du so nicht beantworten können, aber vielleicht, weil du ja in der Szene unterwegs bist, gibt es vielleicht irgendwo noch ganz tolle Artefakte, die vielleicht bei einer Raubgrabung zutage getreten sind, die jetzt irgendwo bei einem Privatmenschen im Keller liegen und wahrscheinlich gar nicht zutage treten? Mhm. Oder ist dieser Himmelsscheibe von Nebra so ein Einzelfall, wo sowas mal aufgetreten ist? Kannst du da was zu sagen? Einzelfall mit Sicherheit nicht. Also wir müssen davon ausgehen, dass viele Sachen einfach verschwunden sind und vielleicht auch nie wieder auftauchen. Selbst wenn sie dann auftauchen, für uns relativ wertlos sind, weil sie dann eben tatsächlich völlig ohne Kontext sind. Nicht? Es gibt manche Museen, ich will jetzt so keine Namen nennen, die auch von Raubgräbern kaufen, ganz klar. In Amerika, das kann man ja mal erzählen, da sind tatsächlich mal solche Dinge aufgeflogen. Da ist im großen Stil auch Dinge gekauft worden. Ein paar Sachen haben sich dann nachher sogar als Fälschung herausgestellt. Das ist immer das Problem, wenn man den Kunstmarkt bedient, dass die natürlich dann auch immer nachfragen, wenn die Nachfrage dann auch das Angebot schafft, dass zum einen dann vehement dann ausgegraben wird, raubgegraben wird und zum anderen natürlich auch Fälschungen existieren, um einfach den Markt zu befriedigen. Die Himmelsscheibe selbst und die vor allem auch ganz wichtig natürlich auch die juristischen Folgen des Himmelsscheibenfunds haben dafür gesorgt, dass die Zahl der Raubgrabungen zurückgegangen ist. Mhm. Dass da auch eine gewisse Mentalitätsveränderung wohl stattgefunden hat, dass viele Museen jetzt auch sagen, nee, den Schritt gehen wir einfach nicht mehr. Solche Dinge werden einfach nicht mehr angeschafft, wenn sie nicht aus einwandfreien Quellen sind. Denn wir machen uns quasi selbst das Geschäft kaputt und vor allem zerstören ja wichtige Dinge, die eigentlich einen höheren Wert haben, die eigentlich allen gehören und wenn man diese Dinge nicht unterstützt, dann fördert man diese Dinge nicht weiter. Also ist der Raubgräber eher erstmal daran interessiert, das an irgendwelchen Museen zu verticken? Ich denke gerade darüber nach,
wenn ich mir jetzt einen Metalldetektor kaufe und ich will was Tolles finden und ich wüsste jetzt in Deutschland, die Museen, die kaufen das nicht, ich könnte ja auch an einen arabischen Scheich gehen oder sonst was und das verkaufen. Ja. Also die Gefahr besteht ja nach wie vor theoretisch, ne? Natürlich, also viel geht auch ins Ausland. Mhm. Ist nicht mehr ganz so einfach, weil natürlich der Zoll auch sehr gut kontrolliert mittlerweile. Okay. Mhm. Man findet sehr viel auch auf Flohmärkten, aber meistens so Kleinfunde. Wenn ich mal sowas sehe, dann gebe ich mir meistens auch schon durch, dass das jetzt gerade was Illegales ist, auch schon 2-3 Mal aus dem Verkehr gezogen auf die Weise. Denn das ist halt wirklich was, was uns allen dann abgeht am Schluss. Ne? Denn das sind Stücke, die sind wertvoll, aber nicht deswegen wertvoll, weil sie besonders hübsch und besonders schön sind, sondern weil sie eine gewisse Grundaussage auch haben. Mhm. Und gerade im Fall der Himmelsscheibe sieht man ja, hätte man die Scheibe so gefunden, wüsste man nicht, aus welcher Zeit sie stand. Man wüsste nicht, dass sie eine lokale Bedeutung hat, dass sie hier mit dem mitteldeutschen Bronzezeit ganz wichtig einhergeht. Und das sind einfach Informationen, die verloren gehen und dann auch allen verloren gehen. Dass jeder sozusagen jeder Stück Menschheitsgeschichte geklaut, mhm. uns ja eigentlich allen gehört und deswegen in die Öffentlichkeit gehört. Das heißt, wer das machen will, sollte Archäologie studieren und sollte dann offiziell sozusagen graben. Da kann er tolle Schätze finden und der Gemeinschaft was Gutes tun. Ja, entweder das, ist natürlich verständlich, dass das nicht jeder gehen kann. Klar. Aber es gibt ja immer die Möglichkeit, auch ehrenamtliche Denkmalpfleger zu werden. Mhm. Die bekommen eine solide Grundausbildung bei uns. Die haben dann die Erlaubnis, in ihrem Gebiet nach Schätzen sozusagen zu suchen, mit strengen Auflagen. Also meistens ist es so, dass sie da auf Felder gehen, wo ohnehin schon durch den Ackerbau gewisse Zerstörung der Oberfläche stattfindet und dennoch sehr, sehr wichtige Funde uns liefern. Haben wir jetzt gerade den Fall mit den mittelalterlichen Bleitäfelchen, mhm. die wir gerade hier auch im Haus behandelt haben. Das sind also doch großenteils Oberflächenfunde durch ehrenamtliche Denkmalpfleger, die doch einen ganz, ganz tollen Einblick auch in mittelalterliche Denkweisen ermöglichen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Wenn du vor der Himmelsscheibe stehst, was fühlst du? Sagen wir so, das nimmt einen doch nicht, lässt einen doch nicht kalt, sowas. Also als erstes Mal da war, muss ich sagen, ist mir wirklich ein richtiger Schauer auf den Rücken gelaufen. Das ist schon was Tolles, weil man ja doch fast direkte Verbindung zu einer Zeit hat, die man sich sehr, sehr schwer vorstellen kann. Also wir sind ja geprägt durch heute unsere Bilderwelt, wir wissen, dass überall Bilder sind. Aber dass in der Vorzeit muss ein Bild noch ganz, ganz andere Kraft gehabt haben. Eine Zeit, die sonst eigentlich sehr farblos ist, was so die Gegenstände angeht, was das tägliche Leben angeht, da hat man plötzlich so ein Objekt, das fast aus der Zeit zu fallen scheint. Und das ist natürlich eine ganz unmittelbare Erfahrung. Da will ich jetzt nicht mit ausdrücken wie mystisch oder so, weil das in die falsche Richtung gehen würde. Aber es ist doch eine tolle Erfahrung, die aber bei wenigen Objekten sonst so der Fall ist, die man so sieht. So ging es uns auch. Ja. Und vielen Dank an dich, Mirka, dass wir die Gelegenheit hatten, noch die Scheibe mal mit deinen fachkundigen Worten zu sehen und dass du hier fürs Interview so zur Verfügung gestanden hast. Und bis demnächst mal. Ja, alles Gute. Sehr, sehr gerne. Mein profundes Halbwissen habe ich gerne weitergegeben. Danke dir. So, wir werden gleich noch ein paar Sachen über das Interview sagen, aber ganz kurz nochmal die Mondsicheln und die Abbildung dieser Schaltmonde, dass wir das nochmal für alle genau erklären, damit jeder da weiß, um was es geht. Alexa, genau. Willst du das ganz kurz also machen? Auf der Himmelsscheibe sind nicht Sonne, Mond und Sterne zu sehen, sondern Mond, Mond und Sterne. Und die Regel, die darauf abgebildet ist, die bringt im Prinzip das Mondjahr mit dem 11 Tage längeren Sonnenjahr in Einklang. Und es geht um die Frage, wann ein Schaltmonat eingefügt werden muss und wann nicht. Und zwar ist es so, wenn im Frühlingsmonat, mit dem das Jahr begonnen hat, eine dünne Mondsichel bei den Plejaden zu sehen ist, dann ist es ein ganz gewöhnliches Jahr. Wenn das aber eine dicke Sichel oder nahezu Vollmond ist, der da bei den Plejaden zu sehen ist, da muss ein Schaltmonat eingefügt werden. Genau, und das, diese 3 Jahre, die Mirko auch angesprochen hat, erklären sich dann natürlich so, wenn es 11 Tage Unterschied gibt, dann ist es eben nach 3 Jahren so, dass man 33 Tage Unterschied, sprich einen Monat Unterschied hätte und den fängt man dann, weil dann passend eben der Vollmond neben den Plejaden steht, damit ein, dass man einen weiteren Monat einfügt. Genau. Das ist nicht ganz flüssig geworden, aber das muss man Mirko nachsehen. Da war er, glaube ich, schon 3,5 Stunden oder fast 4 Stunden ununterbrochen am Reden und musste dumme Fragen von uns beantworten. Oh ja, also, mit großer Geduld. Ja. Das war sowieso total spannend.
Ja, also ihr habt nicht nur die spannende Geschichte der Himmelsscheibe von Nebra gehört mit den Raubgräbern und habt vielleicht auch nochmal was von Archäologie mitgenommen. Genau, was also wir die auch Wirklichkeit ganz ist so spannend, dass man gar keine verrückten Geschichten mehr braucht. An der Stelle können wir darauf hinweisen, dass es von Mirko demnächst eine Buchveröffentlichung geben wird. In anderem Zusammenhang. Mhm. Genau, denn er forscht gerade an einer ganz spannenden Geschichte kleine Tontäfelchen. Bleitäfelchen. Genau, im Prinzip Amulette mit Beschwörungsformeln. Das sind so sogenannte apotropäische Formeln, die darauf genannt sind, also abwehrende Formeln, die also Schaden abwenden sollen oder auch Dinge herbei wünschen sollen. Und das ist also ein großer Fundus von Täfelchen, die er da, den er da aufgetan hat. Und er forscht daran mit einem Kollegen zusammen. Und auf die Veröffentlichung bin ich super gespannt. Das wird eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Und warum das so interessant ist, da werden wir vielleicht sogar nochmal eine Sendung mit Mirko drüber machen, weil das ist eine so verrückte Geschichte. Also die so sind aus dem 12. Jahrhundert, habe ich das erwähnt? Nee. Irgendwie? Nee, genau. Also mächtig alte Täfelchen und mit quasi Kirchensegen Abwehrzauber, also auch ganz ja, abgefahren. Ja, so Bibelsprüche und danach aber auch so Beschwörungsformeln, wo auch mal ein Dämon genannt wird, irgendwie der und der soll dem und dem irgendwie aber Schaden zufügen und das machen. Also und teilweise sind da sogar Namen von Dämonen Leuten drauf und ja, Leuten. Auch von den Leuten, die das getragen haben. Also da lohnt es sich dran zu bleiben, das ist faszinierend. Ja, Archäologie schon toll. Mhm. Im Interview haben wir dann ja auch gehört, dass es natürlich diverseste parawissenschaftliche Deutungen der Himmelsscheibe von Nebra gibt. Und da setzt quasi ein neues Gewinnspiel an, was wir noch machen wollen. Denn Mirko hat noch ein Buch zur Verfügung, was er gerne sozusagen verlosen möchte. Das Buch trägt den Titel Der geschmiedete Himmel. Also da geht es auch nochmal um die Himmelsscheibe von Nebra. Und die Idee, die wir hatten, war oder ist, dass ihr uns die verrückteste Theorie, die Himmelsscheibe von Nebra betreffend, bitte zusendet. Für was man sie benutzt. Ich will gar keine Beispiele geben, weil ihr wahrscheinlich da so. Für was man sie benutzt und woher sie stammt, also wer sie gemacht hat. Genau, genau. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Wir haben einige Dinge offhand erfahren. Das darf natürlich nicht veröffentlicht werden. Und wir sind mal gespannt, wie kreativ ihr als Huxilla-Hörer nach 120 Episoden Pseudowissenschaftsseite eine solche Theorie aufzustellen. Und wir werden dieses Gewinnspiel auslösen und auslosen, weil wir natürlich da nicht nach Kreativität gehen wollen, weil wahrscheinlich jede Einsendung ganz toll ist, auch am 21. April, wo wir unser zweites Gewinnspiel auslosen werden. Da kommen wir gleich zu. Und dann kriegt ihr das Buch zugesandt. Genau, wir müssen noch die Story der Woche auflösen. Das machen wir jetzt erstmal. Und dann kommt aber noch ein langer Teil. Also ne, wer jetzt denkt, es ist vorbei. Nein, nee, es geht nach der Auflösung nachher nochmal richtig los. Das wird eine sehr lange Folge. Wir haben euch darauf hingewiesen. Genau. Aber dann lösen wir jetzt erstmal die Geschichte des guten Taschentiebes mal auf. Die Auflösung. Ja, die Geschichte mit dem Taschendieb, der als Anhalter mitfährt und dann aber als der Fahrer in eine Radarkontrolle gerät, sozusagen im positiven Sinne irgendwie eingreift und den Mann davor bewahrt, dass er dann irgendwie die Strafe zahlen muss, die ist leider nicht wahr. Ist eine nette Geschichte. Vor allen Dingen ist sie deshalb so klasse, weil sie dieses Anhaltermotiv, was ja ganz oft in Urban Legends und modernen Sagen negativ besetzt ist, mal ins Positive verkehrt. Das finde ich irgendwie ganz, ganz nett an dieser Sache. Mhm. Und ähnliche Motive lassen sich auch sehr weit zurückverfolgen, bis in die 60er Jahre sogar. Ist natürlich irgendwie auch, läuft unter dem Motto natürlich DDR-Geschichte auch im weitesten Sinne. Und aber ist von der Motivik doch ein bisschen allgemeingültiger und ich finde es einfach sehr, sehr schön. Mhm. Sehr schöne Geschichte, ja. Mal was Positives. Ja, ne? Was anderes Positives haben wir jetzt noch. Wir haben euch ja schon gesagt, dass wir ja Medienpartner des Deutschen Humanistentages in Hamburg sind 2013. Und wir hatten Besuch in der vergangenen Woche. Im Huxilla-HQ. Im Huxilla-HQ hat uns der Björn Rump besucht. Björn Rump ist der Vorsitzende der Hamburger Regionalgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung und damit auch ganz intensiv in der
Betreuung und Planung des Humanistentages involviert gewesen. Und Björn hat uns mal was über den Humanistentag erzählt, was da alles stattfinden wird, was sich dabei gedacht wird. Und das ist auch nochmal ein sehr interessantes Gespräch. Und wir haben ja schon gesagt, dass 2013 bei Huxilla neben dem Jahr der Präastronautik, da kommen wir in den nächsten Folgen auch mal wieder drauf zurück, auch das Jahr des Humanismus sein wird. Und das ist, glaube ich, jetzt nochmal ein ganz guter Einstieg, um einen ersten Überblick zu bekommen, was denn die Humanisten denn dann meinen, wenn sie ihren Humanistentag unter dem Motto Gut ohne Gott, auf den Menschen kommt es an, meinen. Und dann hören wir doch erstmal rein, was Björn uns zu erzählen hat. Und in Anschluss an das Interview gibt es ja noch ein zweites Gewinnspiel. Aber das machen wir dann im Anschluss an das Interview mit Björn. Huxilla Interview. Ja, zu Gast heute bei uns ist Björn Rump. Björn Rump ist Vorsitzender der Giordano-Bruno-Stiftung in Hamburg, der Regionalgruppe. Sage ich das richtig, Björn? Das ist richtig, ja. Ja. Hallo. Und du hast in den letzten Wochen und Monaten ganz viel zu tun gehabt, den Deutschen Humanistentag zu organisieren in Hamburg. Ich auch, ja. Du auch. Da ist ein Team dahinter und wir organisieren den Humanistentag, der stattfinden wird vom 30. April bis 4. Mai. Sag uns mal, was der Hintergrund ist, so eine aufwendige Veranstaltung organisieren zu wollen. Das ist ja schon sehr ambitioniert, was ihr da vorhabt. Ja, das ist es. Wir waren damit konfrontiert, dass der Kirchentag, der evangelische Kirchentag hier in Hamburg stattfinden wird. Und es ist ja schon fast Tradition, dass die Regionalgruppen der GBS eine religionsfreie Zone machen und Veranstaltungen machen, neben den jeweiligen Kirchentagen. Und wir haben gesagt, das müssen wir natürlich auch machen. Und hatten mit Michael Schmidt-Salomon darüber gesprochen und der sagte, denk groß, macht was Großes. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir was Großes. Mhm. Dann habe ich letztes Jahr mit Dr. Paul Schulz gesprochen und der hatte mich aufmerksam gemacht auf die fliegenden Bauten, hat gesagt, das ist eine tolle Location, da könnte man sowas machen. Und dann habe ich mit denen gesprochen. Und über Umwege ist es dann da tatsächlich zugekommen. Ja. Für alle, die Hamburg nicht so gut kennen und die fliegenden Bauten nicht kennen, was für ein Veranstaltungsort ist das? Warum ist der so besonders? Die fliegenden Bauten sind ein Zirkuszelt und da finden sehr viele Theaterveranstaltungen statt und auch Liederabende und sowas. Mhm, ganz, okay. Ganz tolles Event. Hat sehr viel Flair, ganz viel Comedy wird dort auch gezeigt und Kleinkunst-Vorstellungen und sowas. Also wirklich nette Location dort. Und fest installiert, ne? Das steht also immer da, wird nicht aufgebaut, sondern ist fest installiert. Ganz genau. Und liegt passenderweise sehr schön für den Deutschen Humanistentag so am Ende der Reeperbahn gegenüber des Heiligen Geistfeldes. Ne? Ganz genau, perfekt. Also auch vor dem Hintergrund. Genau, deren Zeichen ist ein Engel, der über dem Eingang thront. Also wunderbar, sehr schön, ja. Jetzt Humanisten, für all diejenigen, die davon nicht so wirklich berührt sind, was seid ihr? Seid ihr Leute, die nur auf die Kirche schimpfen oder was ist so euer Ansinnen? Nö, das ist es eigentlich nicht. Also es gibt sicherlich unter den Humanisten auch Antitheisten, ganz sicher. Aber vor allem wollen wir eine Alternative anbieten. Ein Weltbild haben wir, was eben sich an den Menschen anlehnt. Das ist auch unser Motto, gut ohne Gott, auf den Menschen kommt es an. Wir wollen also zeigen, wie man ein tolles Leben führen kann, ohne irgendwie kirchliche Dogmen oder sowas dann damit befolgen zu müssen. Damit wendet ihr euch ja ganz gezielt gegen einen Vorwurf, der ja religionslosen Menschen ganz häufig gemacht wird, nicht? Also sozusagen Moral kann nur von irgendeiner Religion vermittelt werden und wer keiner Religion angehört, der ist auch gleich, naja, sagen wir mal, jemand, der kein moralisches oder ethisches Gerüst besitzt. Richtig, der Vorwurf wird oft gemacht, aber das ist relativ schnell zu entkräften. Also wenn man sich zum Beispiel die Bibel anguckt, aus der ja die Moral dann kommen soll, da gibt es sehr viele Stellen, die bestimmt sehr, sehr schön sind, aber es gibt auch sehr viele Stellen, die sehr grausam sind, sehr böse sind. Wenn man sich dann Lot anguckt, der dann dessen Frau, nur weil sie sich einmal umguckt, stirbt, zur Salzsäule steht, dann wird er von seinen Töchtern vergewaltigt und
Also es gibt wirklich ganz, ganz schlimme Sachen. Und auch gerade im Buch der Richter zum Beispiel. Und wenn man dann mit Christen spricht und die dann sagen, ja, aber nein, das sind genau die Sachen, die man eben nicht angucken soll, sondern die anderen Sachen. Dann sage ich mir, ja, aber dann ist doch die Moral von dir. Mhm. Du entscheidest doch, was gut ist und was schlecht ist. Mhm. Also ist die Moral aus dem Menschen heraus und nicht aus diesem Buch heraus zu sehen. Und das ist, glaube ich, das beste Argument. Ja. Mhm. Das heißt also auch, wenn man sich das Programm, wenn wir mal so ein bisschen reingehen ins Programm des Humanistentages, da geht es nicht nur um religiöse Themen, auch mit sicher ganz spannenden Vorträgen. Richtig. Aber vielleicht, dass wir mal, machen wir einen Einstieg mal über ein paar spannende Sachen, wo es nicht prinzipiell gegen Kirche oder über Kirche oder über Religion geht. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Also es geht zum Beispiel, haben wir einen Vortrag über das Great Ape Project. Da geht es um Grundrechte für Menschenaffen. Sehr interessant, da kommt der Dr. Colin Goldner. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel aber auch Thema Suizidhilfe als Herausforderung. Da geht es dann eben um aktive Sterbehilfe, Lebenskunde, Heimat, Mensch, was uns alle verbindet. Da geht es also dann tatsächlich auch eben um uns Menschen und hat eben nichts mit der Kirche zu tun. Also es gibt doch da einige Sachen. Oder wir haben einen sehr schönen Vortrag über das Projekt Cradle to Cradle von Professor Dr. Michael Baumgart, der darüber berichtet, wie Ressourcen am besten verwendet werden, wie man am besten umweltgerecht Produkte herstellt. Mhm, Das ist auch schon mal sehr, sehr spannend. Ihr habt einen Vortrag zum NSU-Skandal. Der interessiert mich außerordentlich, von jemandem, der also auch Mitglied im Bundestag ist sogar, der dort berichten wird. Seine Dame? Ja. Seine Dame. Es ist Aydan Özgür, also ein türkischer Name, man möge es mir nachsehen an der Stelle. Richtig. Werde mich dann vor Ort bei der Dame entschuldigen. sehr viel Menschliches. Great Ape Project, da hake ich mal ein. Wie würdest du zu dem Vorwurf stehen, wenn dir gesagt wird, naja, Affenrechte, schön und gut, aber sollte man sich nicht erstmal mit Menschen beschäftigen? Das ist schon richtig, dass die Menschenrechte natürlich auch in vielen Ländern schon mit Füßen getreten werden und dass man da auch wirklich drauf achten muss. Aber es gibt eben so viele Sachen und wenn man sich jetzt nur auf einige wenige Sachen konzentriert, dann verliert man sehr viele andere Möglichkeiten, sich da eben auch aktiv zu beteiligen. Und wenn man sich das anguckt, sehr viele Menschen sind ja gerade was Tierschutz angeht sehr sensibel und das ist bestimmt auch eine spannende Sache, mit dem sich viele Menschen dann auch identifizieren können. An der Stelle, wenn wir um Tierrechte oder über Tierrechte sprechen, das finde ich noch ganz spannend, das hast du uns im Vorgespräch gesagt, das Catering ist dann auch ein bisschen ungewöhnlich, was ihr vor Ort haben werdet, ne? Ja, es ist noch nicht hundertprozentig sicher. Okay. Ich warte noch auf die Zusage, aber wir sind im Gespräch mit einem vegetarischen Restaurant, dem Season in Hamburg. Und wenn das alles gut geht, dann werden die mit einem Grillstand stehen und angedacht sind vegetarische Currywurst mit Pommes und gegrillte Maultaschen. Mhm. Mal gucken, ob das klar geht. Wenn nicht, dann werden wir da eine Fischbude, ein Fischbrötchenbude hinstellen oder sowas. Okay. Aber wir werden das versuchen und ich denke schon, dass das auch ein Beitrag dazu ist, zu zeigen, wie kann man leben. Die Idee ist einfach, wie wollen wir leben in 20 Jahren? Und das ist ein Ansatzpunkt zumindest, um einfach mal sich Gedanken zu machen über, ja, auch die Ernährung, genau. Das zeigt halt, wie schön die Humanisten eben sich breit aufstellen. Deswegen habe ich das auch nochmal angeführt, wenn es nicht klappt, aber zumindest, dass ihr euch über solche Dinge ja auch Gedanken macht. Ja. Es gibt einen Programmpunkt, da habe ich einen Vortrag, da habe ich ein bisschen gezuckt, als ich das gelesen habe, nämlich Jugendweihe oder Konfirmation. Mhm. Und bei dem Wort Jugendweihe, da habe ich dann doch so ein bisschen gesagt, huch, was ist denn damit gemeint? Kannst du da vielleicht noch mal ein paar Worte sagen? Also die Idee ist, dass die Jugendweihe ja in der ehemaligen DDR ja sozusagen das Pendant zur kirchlichen Weihe war und da sehr politisch ja getönt ist. Ist es das Gleiche oder? Nein, überhaupt nicht. Und zwar, die Jugendweihe hat gerade in Hamburg eine sehr lange Tradition, ich meine über 120 Jahre alt, und ist tatsächlich mal als
Alternative zur Konfirmation geschaffen worden, hat aber dann, war völlig unpolitisch und ist jetzt auch völlig unpolitisch. Das wurde von der DDR benutzt. Mhm. Die jetzige Jugendweihe Deutschland hat aber mit irgendwelchen politischen Aussagen nichts mehr zu tun. Mhm. Das heißt also auch da wieder so der Gedanke, auf den Menschen kommt es an, wenn man ein Kind hat, was man ethisch ausbilden möchte, das aber nicht über die Kirche machen möchte, ist die Jugendweihe eine Alternative, seinem Kind ethische Werte vielleicht auch nochmal beizubringen, klingt ganz blöd, aber damit zu konfrontieren und das Kind sich damit auseinandersetzen zu lassen, ohne das im religiösen Kontext zu tun? Ja, auf jeden Fall ist die Jugendweihe eine ganz tolle Alternative. Also es gibt ganz aktive Gruppe, gerade hier in Hamburg, aber auch ich weiß von vielen Gruppen auch deutschlandweit, die das machen, die zusammen ein Buch geschrieben haben, wo sie dann eben über ethische Werte sprechen. Aber nicht nur das, sondern über das gesamte Zusammenleben, aber auch um geht um wissenschaftliches Denken, um wie alt ist die Erde und sowas. Also wirklich so ein ganz tolles, komplexes Buch. Und da finden dann eben Kurse statt, die über den Winter gegeben werden. Und hier in Hamburg ist es zum Beispiel so, dass die letzten Jahre die Jugendweihe dann in der Leishalle zelebriert wurde. Also wirklich ganz, ganz toller, in einer ganz tollen Form. Mhm. Und insofern ist das schon spannend, sich das mal anzugucken und anzuhören. Also das, ich halte das für eine sehr, sehr sinnvolle und gute Alternative. Mhm. Es gibt viele, die sagen, muss denn überhaupt irgendwie so eine Feier sein? Warum geht man da nicht einfach hin und sagt, man macht gar nichts, gar keine Konfirmation oder sowas? Ich finde aber eigentlich, dass das eine ganz schöne Alternative ist. Und ich glaube schon, dass viele Jugendliche das auch ganz gerne möchten und ja diese schon, Feier haben möchten. Genau, es ist ja schon ein nicht religiöser Übergangsritus. Und richtig, genau. Sowas kann ja auch für das Sozialgefüge, für das Zusammenleben durchaus wichtig sein. Mhm. Ja, also ich halte es auch für eine schöne Sache. Mhm. Ich werde, also meine Töchter möchten da auch sehr gerne hin. Insofern finde ich das schon wirklich sehr unterstützenswert. Mhm. Ja, es halt fällt ja vom Alter her mit der Pubertät zusammen, wo ja auch ein neuer Lebensabschnitt natürlich für die Kinder beginnt. Genau. Deswegen ist daher es ja auch kommt das ja auch. Genau. Das ist, ja. Genau. Lass uns noch mal über ein, zwei Dinge reden, Vorträge und andere Dinge, die ihr anbietet im Rahmen des Humanistentages, die dann natürlich auch das Thema Religion zum Thema haben. Und am 1. Mai abends gibt es eine Geschichte, die finde ich ganz, ganz spannend. Da haben wir uns auch schon viel drüber unterhalten, nämlich den Vortrag Humanismus, Ethik ohne Gott. Ja. Oder die Diskussion, Podiumsdiskussion. Sag mal was dazu, wer da diskutieren wird, weil das ist ganz, ganz spannend. Das ist eine super spannende Sache, weil wir drei Apostaten, also Abgefallene von ihrer Religion haben. Wir haben den Dr. Paul Schulz, das ist der ehemalige Ketzer-Pastor aus Hamburg, der eben vom Glauben abgefallen ist und jetzt zum Beispiel die Internetseite atheodoc.com betreibt. Dann haben wir den Professor Dr. Hubertus Minarek, ein katholischer Theologe, der zusammen mit Ratzinger studiert hat und die sich dann eben kennen. Auch ein ganz, ganz spannender Mann, der viele tolle Bücher geschrieben hat. Und dann haben wir noch den Hamed Abdel Samad, der früher, also ursprünglich kommt er aus Ägypten, gehörte zur Muslimbruderschaft und ist dann eben auch abgefallen, ist jetzt Beirat bei der GBS. Und ich glaube schon, dass das eine spannende Geschichte wird, wenn die drei sich unterhalten darüber, warum sie auch vom Glauben abgefallen sind. Also es ist ja, vielen Menschen wird ja vorgeworfen, dass sie religiös unmusikalisch sind und deswegen dann einfach gottlos sind. Aber das ist sicherlich bei einigen der Fall. Aber bei anderen ist es tatsächlich so, dass sie sich dann irgendwann bewusst gegen Religion entschieden haben. Und das sind drei dieser Vertreter. Mhm. Und insofern wird das bestimmt ganz, ganz toll. Mhm. Ich finde das auch spannend, dass da eben ein Muslimbruder auch dabei ist. Ja, das sind ja im Prinzip die drei größten religiösen Gruppen auch in Deutschland, wenn man mal die Konfessionslosen rauslässt. Ja, wobei, da muss man, glaube ich, schon unterscheiden. Die Muslimbruderschaft ist natürlich sehr, das ist da schon eine sehr extreme Art. Das ist ja, die sind ja sehr, stark ja mit den Salafisten oder es sind, glaube ich, Salafisten, das weiß ich nicht hundertprozentig, aber die meisten Moslems haben ja mit den Muslimbrüdern nichts zu tun. Und insofern ist das, er war Muslim und
gehörte dann zu dieser extremen Gruppe. Flügel. Okay, dann haben wir das auch noch genau. Klar. Gibt es noch einen Vortrag, auf den du verweisen würdest, etwas, über das ihr euch freut? Ich sehe hier, der ist noch frisch reingekommen, ein Vortrag zur die christliche Rechte in den USA, sicherlich auch ein ganz, ganz spannendes Thema, am Mittwoch um 18 Uhr. Ja, Lukas Mier wird da berichten. Das ist er ist Redakteur vom HPD, vom Humanistischen Pressedienst, und schreibt dort auch immer wieder über die religiöse Rechte, und da freuen wir uns schon drauf. Das wird bestimmt ein toller Vortrag. Wird da wahrscheinlich einiges zu erzählen haben dann. Ja, leider ist die ja sehr groß, die religiöse Rechte. Also es ist ein vielfältiges Programm. Ihr habt tolle Moderatoren gewinnen können für die 4 Tage. Vielleicht sagst du da auch noch was zu, wen ihr als Moderator für die Tage gewinnen konntet. Ja, da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Also für die ersten beiden Tage haben wir Volker Panzer. Volker Panzer ist bekannt zuletzt vom ZDF Nachtstudio, und das ist schon toll, ihn dann da zu haben. Und für die letzten beiden Tage haben wir die Frau Calvas gewonnen. Gideka Calvas, die ja vielen auch bekannt ist als Psychologin im Fernsehen, die sich aber in letzter Zeit wirklich ganz toll hervorgetan hat. In Talkshows, wo sie ganz toll ihren humanistischen Standpunkt vertreten hat. Und also ich erinnere da vielleicht an die Beschneidungsdebatte. Es gab, glaube ich, bei Anne Will eine tolle Fernsehsendung, und da hat sie wirklich toll argumentiert, und das war spannend. Und sie freut sich auch schon sehr auf die Humanistentage. Also ich habe mit ihr gesprochen, das war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Ja. Da werden wir auch unbedingt versuchen, mal mit ihr ein paar O-Töne einzusammeln. Ja, sie will auch die gesamte Zeit da sein. Ah, sehr schön. Da werden wir sicherlich dann die Gelegenheit haben. Also, es ist unglaublich viel, was ihr auf die Beine gestellt habt. Wir haben ja den Flyer auch bei uns auf der Homepage verlinkt. Da kann natürlich jeder nochmal reinschauen. Von der Warte, wo man drauf guckt, es gibt natürlich immer Menschen, die haben unterschiedlich viel finanzielle Mittel zur Verfügung, aber vielleicht sagst du noch was zu den Eintrittspreisen, weil ich finde, die für so eine große Veranstaltung moderat wäre schon fast ein bisschen freundlich aus. Ich finde, ich finde es günstig. Wenn man Sie sind human, würde ich Sie sagen. Sie sind human, das ist sehr schön. Und günstiger als der Kirchentag. Ja. Tatsächlich, ja. Wir wollen, haben versucht, das eben so günstig wie möglich zu halten, um jedermann die Möglichkeit zu geben, einfach uns zu besuchen. Eine Gesamtkarte für alle Tage kostet 45 Euro. Und für Kinder bis 16 Jahre 7,50 Euro. Und Tageskarten sind für 10 Euro zu haben. Und für Kinder und Jugendliche für 2 Euro. Insofern denke ich, das ist wirklich sehr, sehr günstig und human und auch für Familien erschwinglich. Der Tanz in den Mai wird ein bisschen mehr kosten, 12 Euro. Aber das wird auch eine richtig tolle Party. Und da haben wir 3 Bands, die wirklich toll Stimmung machen. Und ja, das wird richtig spannend. Also wir freuen uns schon wie Bolle. Genau, das ist der Dienstagabend, ist der Tanz in den Mai. Da geht die Veranstaltung sozusagen inoffiziell mit einer Riesenparty erstmal los. Ganz genau so. Ihr wollt ja den Spaß da auch nicht zu kurz kommen lassen. Ne? Nee, das ist unter dem Motto dann Heidenspaß statt Höllenqual. Und das wird es ganz sicher. Allein schon der Veranstaltungsort, der trägt ja auch diese Leichtigkeit, diese tolle Stimmung. Ja, das ist einfach ein tolles Flair. Aber wir haben noch andere Sachen, die wirklich, glaube ich, nochmal zu erwähnen werden. Das ist zum Beispiel, dass der Ralf König kommt. Ah ja, richtig, Ralf genau. Ralf König stimmt. Kommt und liest aus seinen Büchern absolute Kultcomics natürlich. Da freuen wir uns total drauf. Dann haben wir es geschafft, dass der Landesbischof Ralf Meister kommt. Der wird eine Podiumsdiskussion mit Michael Schmidt-Salomon machen. Das wird, glaube ich, auch wirklich spannend. Und insofern laden wir eben auch die andere Seite, die kirchliche Seite, dann ein, zu uns zu kommen und dann auch mit zu lauschen. Mhm. Am Donnerstag, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, gut, dass du noch sagst, dass noch mehr drin steckt, ist zum Beispiel abends ab 20.30 Uhr in Science Slam. Richtig. Das kennen ja unsere Hörer auch zu Genüge. Julia Offe wird da oder ist gerade mit dir dabei zu organisieren, wer da alles kommt. 3 Slammer sind schon bestätigt, da sollen, wenn es gut geht, noch 3 dazu kommen. Bei einem freue ich mich ganz besonders, dem werde ich auch garantiert die Hand schütteln irgendwie. Ja, also auch das wieder spannend. Also wirklich eine gelungene Mischung von Wissenschaft, Humanismus und Spaß, die er anbietet. Und also wer das irgendwie hinbekommt, nach Hamburg zu kommen, sollte sich das, glaube ich, gut überlegen. Und das ist ja auch noch eine schöne Geschichte für diejenigen, die sagen, das ist mir eigentlich zu teuer. Es gibt ja noch eine Möglichkeit,
zum Humanistentag zu kommen, ohne Eintritt bezahlen zu müssen. Ja, eine sehr einfache Möglichkeit, würde ich sagen. Genau, denn wir dürfen ja Karten verlosen, da freuen wir uns ja außerordentlich drüber. Und vielleicht sagst du noch ganz kurz was zum Gewinnspiel, was wir uns da ausgedacht haben. Ja, also wir haben uns gedacht, wir geben Karten aus. Als für den ersten Platz gibt es zwei Karten, zwei Gesamtkarten und auch der zweite Gewinner soll dann nochmal zwei Tageskarten kriegen, darf sich aussuchen, an welchen Tagen er kommt. Und die Idee ist, den Satz zu vervollständigen, Humanismus heute bedeutet Punkt, Punkt, Punkt. Genau, wir haben schon ein paar Einsendungen bekommen und das hat Björn gerade gesagt, gerne würdet ihr von der GBS diese Sätze vielleicht auch veröffentlichen. Das heißt, die bisherigen Einsender schreiben wir nochmal an und alle, die jetzt am Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr damit einverstanden seid, dass diese Sätze, die sehr schön sind, die wir aktuell bekommen, vielleicht publiziert werden, dann braucht ihr nichts dabei schreiben. Die würden nicht namentlich publiziert natürlich, sonst geht da um den Satz. Und wer das nicht will, der schreibt einfach in der E-Mail zum Gewinnspiel dabei, ich möchte nicht, dass der Satz publiziert wird. Dann wird es natürlich nicht veröffentlicht, aber da sind so schöne Sachen dabei, die kann man sicherlich mal veröffentlichen. Das wäre schade, sonst wenn das genau. Das wäre großartig. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen, aber es gibt bestimmt tolle Möglichkeiten. Ja. Dann entweder die mit dem Beamer einfach an die Wand zu werfen. In den Pausen eine Zeit lang. So. Genau. Wir werden mal gucken. Irgendwas werden wir finden. Und werden dann darüber berichten. Genau. Abschließend noch eine Frage, Björn, denn was ganz spannend ist, du bist ja nicht nur der Regionalgruppenleiter der Hamburger GBS, sondern du bist ja auch GWOP-Mitglied. Richtig. Und eine Frage, die immer wieder aufpoppt, und das ist ganz schön, dass wir dich hier sitzen haben, dann können wir dir diese Frage mal stellen. Ist für dich der Humanismus und damit die Abkehr vom Glauben eine Konsequenz deines wissenschaftlich-kritischen Denkens gewesen? Oder warst du erst Humanist und nicht religiös und hast dich dann dem wissenschaftlichen kritischen Denken zugewandt? Oder war es parallel? Kannst du da was zu sagen? Also ich glaube schon, ich habe mich seit wirklich Kindheit an immer für Wissenschaft und Forschung interessiert. Also die typischen Was-ist-was-Bücher und sowas. Das hat mich schon wirklich immer sehr interessiert. Außerdem hat es mich immer sehr interessiert, wie Menschen früher gelebt haben und gedacht haben. Und aus diesem Grund hat mich Religion immer sehr fasziniert. Auch die Mythologie, auch griechische Mythologie zum Beispiel. Und ich habe lange Zeit auch geglaubt. Und erst aus meinem Bewusstsein, dass es auch ohne geht und dass die Wissenschaft oder dass die Realität einfach so viel Geheimnis und so viel Großartiges bereithält für uns. Und wenn man einfach nur in den Sternenhimmel guckt, wie einfach gigantisch alles ist und wenn man sich mal mit der Evolution beschäftigt, wie toll das alles funktioniert, dann stellt man einfach fest, dass man nichts Übernatürliches braucht. Und insofern denke ich schon, dass vom wissenschaftlichen Denken, auch wenn es zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst wissenschaftlich war, aber es war schon irgendwie da, da bin ich dann doch einfach durch Überlegungen dazu gekommen, dass es auch ohne Übernatürliches geht. Ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns auf die erste Maiwoche. Oh ja. Und ihr, liebe Hörer, habt jetzt gehört, was es Spannendes beim Humanistentag alles zu sehen und zu erleben gibt. Macht am Gewinnspiel mit und seid dabei, wenn ihr es schafft, so nach Hamburg zu kommen. Alexa und ich werden auch die ganze Zeit vor Ort sein. Und ihr habt schon gehört, da sind viele, viele Leute, die viel interessanter sind als Alexa und ich, die es zu sehen lohnt. Und ansonsten wird sicherlich nochmal eine Sendung dann mit den O-Tönen und Berichten vom Humanistentag dann nach dem Humanistentag geben. Björn, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ja, das war das Interview mit Björn Rump zum Thema Programm und Hintergrund des Humanistentags 2013. Ich freue mich da persönlich jetzt schon total drauf. Wir wissen, dass das terminlich manchmal ein bisschen schwierig ist und ihr seid natürlich auch nicht alle hier im Norden der Republik angesiedelt. Aber wer das halbwegs einrichten kann, hier nach Hamburg zu kommen, der sollte das mal tun, weil ich glaube, dass eine ganz, ganz spannende Veranstaltung ist und dieser Gedanke, mal zum Nachdenken zu kommen und über ein, zwei Dinge nochmal zu reflektieren, der dahinter steckt, ist, glaube ich, ein ganz spannender Gedanke und den sollte man auch nicht vernachlässigen. Wir haben es im Interview schon gerade gesagt, also es gibt ja das Gewinnspiel, wo man zweimal Vollkarten für die gesamte Zeit gewinnen kann. Und zweimal eine Tageskarte. Genau, und kann sich dann aussuchen, an welchen Tagen man kommen will. Wenn ihr uns jetzt den Satz vervollständigt, Humanismus heute bedeutet, schreibt dabei, ob der Satz im Zweifelsfall veröffentlicht werden kann, eure Statements. Die Statements, die wir bisher bekommen haben, sind sehr, sehr schön, haben uns gut gefallen.
Und wir werden dann, wenn wir die Genehmigung haben, die sicherlich auch mal publizieren und bekannt geben. Auch hier Einsendeschluss für das Gewinnspiel am 21. April. Und Huxella wird sicherlich vom Deutschen Humanistentag dann berichten mit verschiedenen Interviews. O-Tönen, Atmosphäre ein bisschen einfangen und so weiter. Genau, und da gibt es ja einiges an Interviewpotenzial, was sozusagen da auf dem Humanistentage herumspringen wird. Abschließend noch eine Sache, die wir ganz kurz ansprechen wollen, nämlich die Blacksuite Stories von Alexa, die so war das mal geplant, wir wussten aber nicht, ob das so aufgeht, jetzt einen neuen Turn kriegen. Alexa, und der hat sich ja schon ein bisschen länger angekündigt, dieser neue Turn, aber er nimmt, ich will nicht sagen, er nimmt Überhand langsam, aber er nimmt doch einen sehr großen Raum ein inzwischen. Das Ganze hat ja mal so ein bisschen auch aus der Not geboren natürlich, angefangen mit Common License Literatur, das heißt freien Werken, die man einfach rechtefrei so vorlesen kann, verpodcasten kann. Es war aber von Anfang an auch so die Hoffnung, dass man jungen Autoren oder auch nicht mehr so jungen Autoren, jedenfalls Leuten, die gerne mal ihr Werk gelesen haben möchten in einem Podcast, dafür eine Plattform geben möchte und das Ganze auch so ein bisschen aufpeppen wollte mit Interviews und so weiter. Das haben wir jetzt langsam geschafft. Es gibt immer öfter Autoreninterviews, die dann meist als Special versendet werden, als Podcast-Special und dann eben auch, so es sich denn einrichten lässt, eine Lesung, ein Auszug aus einem Roman oder eine Kurzgeschichte oder was auch immer. Und wer jetzt sagt, sag ich nochmal gerade, naja, das ist jetzt einfach, dass die Verlage Werbung machen dürfen. In Teilen ist das natürlich so. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass neben diesen Auszugslesungen, also Alexa darf natürlich dann tatsächlich keine aktuellen Romane in Gänze vorlesen, selbst wenn sie es wollen würde, wird es aber demnächst auch bei den Blacksuite Stories Lesungen aus Werken geben, wo andere Leute keine Rechte dran haben werden. Das heißt, du liest dann schon Geschichten und Novellen vor, die andere Leute wegen Rechten nicht vorlesen dürfen. Ja, also es gibt da eine Kollaboration, jetzt, die mich besonders freut, also jetzt natürlich neben den super Interviews, die ich immer wieder führen darf, diese Kollaboration, die lohnt sich ganz besonders, weil da eine Reihe von Büchern dahinter steckt, die also für die Blacksuite Stories geradezu perfekt sind. Ich kann es schon mal hier ankündigen, das ist eine Zusammenarbeit mit dem JMB Verlag in Hannover. Da wird es ein Auftaktinterview geben mit dem Herausgeber einer Reihe. Ich möchte jetzt auch noch nicht zu viel verraten und danach wird eben aus dieser Reihe verschiedene Werke vorgelesen. Ja, also das ist nochmal was ganz Besonderes und es gibt demnächst Interviews mit Leuten, die richtig, richtig bekannt sind. Auch das wollen wir nochmal spoilern. Soll wenn nur alles heißen, gut geht, Daumen drücken. Genau, soll nur heißen, wer am Anfang in die Blacksuite Stories reingeguckt hat und gesagt hat, Marquis de Sade finde ich total langweilig und kann ich auch selber lesen, der sollte einfach das nochmal im Abo behalten und in den nächsten Wochen mal bei den Blacksuite Stories vorbeigucken, weil sich da jetzt dann noch richtig was tun wird im Frühling, wenn er denn kommen wird. So, jetzt haben wir eine absolute Maxi-Sendung gemacht. Ich hoffe, dass die für euch ganz spannend war. Für uns war es total spannend. Vielen Dank nochmal sowohl an den Björn, der uns hier besucht hat und was zum Humanistentag gemacht hat, als auch ein ganz, 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 ganz spezieller Dank an Mirko Gutjahr, der sich so unfassbar viel Zeit für uns genommen hat und uns die Möglichkeit gegeben hat, da uns das anzuschauen, anzuhören über die Himmelsscheibe von Nebra. Und das war grandios. Das war ganz toll. Vielen Dank an all die Hörer, die uns unterstützen mit solchen Dingen auch. Das macht die Arbeit ganz besonders und wir versuchen dann sowas immer zu teilen, indem wir auch sowas dann Dokumentationen oder Interviews für euch machen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, eine gute Woche und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2013.